Oh, was für ein Tag. Aber jetzt kann ich entspannen. Warte, soll das ein Witz sein? So viel schmutziges Geschirr. Mädels! Hast du was gehört? Das klang nicht gut. Lass uns mal gucken. Alles okay, Mama? Nein, natürlich nicht. Schaut mal ins Spülbecken. Wow, beruhig dich, Mama. Es reicht. Ihr wascht jetzt ab. Ich mein's ernst sonst. Fangen wir lieber an. Ich habe eine bessere Idee. Wow, sie waschen wirklich ab. Ich bin beeindruckt. Alles unter Kontrolle. Freut mich zu hören. Warte mal. Was machst du da? Sieht aus wie mein Handy. Das ist mein Handy. Warum machst du das? Jetzt gibt's Ärger. Muss los. Schätze, ich mache hier weiter. Fütter uns, fütter uns. Seid geduldig, Mädels. Ich habe Riesenhunger. Hier, bitte sehr. Soll das ein Witz sein? Ich mag kein Gemüse, Mama. So lecker. Ich esse das nicht. Das sieht eklig aus. Und weg. Was zum Teufel? War das fliegender Blumenkohl? Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ich wurde von Gemüse angegriffen. Ich denke, ich weiß, was passiert ist. Und es fliegt. Das muss aufhören. Warte, ich habe eine Idee. Ein Moment. Ich brauche ein großes Glas. Da kommt das Gemüse rein. Und dann Götterspeise. Jetzt mache ich das Glas zu. Eine Sache noch. Ich muss es beschriften. Fertig. Ich habe hier was für dich. Das wird dir gefallen. Was denn jetzt, Mama? Ist es das, was ich denke? Probier mal. Okay, los geht's. Wow, so wackelig. Riecht ganz okay. Wow, das ist lecker. Heißt das, ich bin ein Zombie? Sicher. Was ist das, Jasmine? Ich liebe Malen. Oh, ich weiß. Ich mach dir was Schönes. Ich schmelze Schokodrops. Dann mache ich einen Löffel voll. Und fülle die Schokolade in die Form. Aber ohne zu kleckern. Ich verwende bunte Schokolade. Die muss fest werden. Jasmine, die sind für dich. Buntstifte, sie ist leicht zufriedenzustellen. Oh, sieht spaßig aus. Ich mach mit Gelb weiter. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss sie untersuchen. Riecht nach Schokolade. Das ist Schokolade. Isst du meine Malstifte? Dann probiere ich auch einen. Wow, voll lecker. Finde ich gut. Das wusste ich. Lecker, lecker. Mein Zug. Das ist so langweilig. Ich bin voll dabei. Was ist los, Mädels? Wir spielen Karten, Mama. Juhu, ich habe gewonnen. Gut gemacht, Süße. Das war unfair. Sie hat geschummelt. Hey, was soll das? Ich bin so stolz auf dich. Ich bin echt wütend. Euch werde ich's zeigen. Ich brauche nur meinen Kaugummi. Hey, was ist das da drüben? Hä? Was? Das funktioniert jedes Mal. Gleich wird's klebrig. So. Nein, meine Haare. Mama! Oh nein, was ist passiert? Mami ist hier, Liebling. Ist das Kaugummi? Warum hast du das gemacht? Ich weiß nicht, wovon du redest. Das ist nicht meiner. Gut, ich helfe dir. Guck dir das an. Es gibt eine einfache Lösung. Du brauchst nur eine Schere. Schnipp, schnapp. Sei nicht traurig. Ich weiß, was zu tun ist. Wir brauchen Olivenöl. Das wird klappen. Bist du dir da sicher? Gleich lässt er sich einfach abziehen. Ich bevorzuge meinen Weg. Finger weg. Ich habe etwas für dich. Das erfüllt all deine Stylistenwünsche. Guck dir das an. Wir brauchen noch Knete. Die kommt in die Puppe. Und zumachen. Jetzt kommt der lustige Teil. Den Hebel drücken. Und sein Haar wächst. Wow, echt cool. Der braucht einen Haarschnitt. Gefällt mir. Puh, dann sind Jasmins Haare jetzt sicher. Also, wo war ich? So, alles weg. Du bist die Beste, Mama. Denk dran, seid nett zueinander. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Hä? Ich hab was gehört. Was war das? Da ist was unterm Bett. Bilde ich mir bestimmt nur ein. Hello, Jasmine. Ah, geh weg. Was ist das für ein Krach? Da ist ein Monster, Mami. Keine Bange. Ich kümmere mich darum. Ich habe keine Angst vor Monstern. Los geht's. Nimm das. Piau, piau. Stopp. Ich gebe auf. Warte, ich kenne diese Stimme. Wollen wir mal nachgucken? Überraschung. War doch nur Spaß. Zeit zum Schlafen. Immerhin kein echtes Monster.
Meine Puppe ist die Beste. Du bist so nervig. Nein, du. Oh, hör auf zu reden. Was ist hier los? Unfassbar, dass wir Schwestern sind. Mädels, hört auf damit. Ich mein's ernst, stopp. Es ist ihre Schuld. Sie hat angefangen. Was? Nein, hab ich nicht. Du bist die Schlimmste. Es ist Schlafenszeit. Oh, meinetwegen. Genug gestritten. Schlaft jetzt. Nacht, Mami. Psst, ich will schlafen. Oh, das war eine holprige Landung. Was haben wir hier? Zwei Schwestern, die ständig streiten. Das gefällt mir nicht. Ich muss das ändern. Und ich habe eine Idee. Zeit für einen Wechsel. Mal sehen, wie euch das gefällt. Hoffe, sie lernen draus. Vielleicht sind sie dann netter zueinander. Und ich habe Spaß dabei. So weit, so gut. Meine Arbeit ist getan. Ich verschwinde lieber. Ist schon morgen? Ich hatte den seltsamsten Traum. Hey, das war doch ein Traum, oder? Warum habe ich was Pinkes an? Ich hasse Pink. Was ist hier los? Das kann nicht sein. Ich bin verwirrt. Stopp! Und jetzt? Wir dekorieren um. Igitt, ein Einhorn. Voll eklig. Das kommt in den Müll. Platz für meinen Stil. So ist's viel besser. Ich mag's gruselig. So ist das also, ja? Das kann ich auch. Ich mach's hier niedlicher. Deine Sachen sind so deprimierend. Nee, nee. Oh nein, vergiss es. Das kommt alles weg. Mal ehrlich, Herzen, wirklich? Sieht doch schrecklich aus. Wo sind die düsteren Poster? Fledermäuse müssen her. Viel besser. Jetzt bin ich happy. Dir werde ich's zeigen. Das kommt weg. Dafür ein Einhorn. Ist nicht so gruselig. Okay, die Fledermäuse sind cool. Was jetzt? Ich hasse diese Decke. Ah, meine Lieblingsfarbe. Ich mach den Sarg gemütlicher. Ich mag dieses Kissen. Wie kannst du hier nur schlafen? Davon bekommt man doch Albträume. Was willst du? Ich glaube, die gehört dir. Ich bin kein Spinnenfan. Oh, meine Spinne. Lass uns tauschen. Ich hab dich vermisst. Mein Einhorn ist so weich. Scheint, als gehe mein Plan auf. Sie sind doch nicht so schlimm. Dann kann ich sie zurücktauschen. Das dauert nicht lange. Was zum... Du siehst das, oder? Was passiert hier? Das ist echt schräg. Oh, ist das eine Spinne? Igitt! Aber ich bin wieder ich. Ich bin so glücklich. Yes, gefällt mir besser. Hey, wie findest du die Deko? Nicht ganz mein Stil. Komm her, du bist eine gute Schwester. Warum seid ihr schon wach? Oh, wie süß. Das habe ich mir schon lange gewünscht. Meine Puppe ist so hübsch. Wir werden immer Besties sein. Das ist echt tragisch. Ich brauche Essen. Ich kann es kaum erwarten. Hä? Das ging schnell. Hier, bitte sehr. Darauf freue ich mich schon. Ich liebe Sushi. Gleich geht's los. Da fehlt was. Wo sind die Stäbchen? Oh, voll nervig. Wie soll ich mein Sushi essen? Hey, ich hab's. Gib mir die Puppe. Was hast du vor? Ich improvisiere. Mit denen wird's gehen. Es ist Sushi-Zeit. Die sind perfekt. Lecker. Wie konntest du nur? Mama, komm schnell her. Was ist los? Guck, was sie meiner Puppe angetan hat. Was? Nicht dein Ernst. Die Beine fehlen. Finger weg vom Spielzeug deiner Schwester. Das war nicht sehr nett. Mir doch egal. Schon gut, Süße. Gib mir die Puppe. Die kann in den Müll. Außer... ich habe eine Idee. Ja, das könnte klappen. Ich krieg das hin. Sie bekommt einfach ein Makeover. Die Muscheln lege ich an die Puppe. Ich reihe sie auf. Genau so. Das ist die letzte. Jetzt muss ich die zusammenkleben. Ich verteile Kleber drüber. Ich darf keine verpassen. Und ich muss schnell sein. Jetzt noch etwas Glanz. Ich streue den Glitzer einfach drüber. Das wird toll. Gleich fertig. Jetzt ist sie eine Meerjungfrau. Schau mal, Jasmine. So hübsch. Du hast sie gemacht. Wow, sie ist wunderschön. Tut mir leid wegen vorhin. Ist okay, ich habe jetzt eine Meerjungfrau. Ich will auch eine haben. Mami? Kein Problem, Schatz. Eine Gothic-Meerjungfrau kommt sofort. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Ah, der alte Schlagsahnentrick.
Also, das ging nach hinten los. Ekelhaft. Spulen wir ein wenig zurück. Nacht die Nacht, Mr. Bear. Süße Träume, Fluffy Pfötchen. Sind alle Schwestern so lahm? Tor! Noch ein Tor. Jetzt beginnt die Zeit der Entspannung. Ah. Schlaf gut, meine Lieben. Morgen ist ein neuer Tag. Aber du wirst immer mein Baby sein. Gut, ich lass dich in Ruhe. Gute Nacht, mein Schatz. Wir sehen uns in aller Frühe. Warum sind die so dick miteinander? Als ob sie die besten Freunde wären. Siehst du diesen Blödsinn? Mir wird schlecht davon. Hey, warum werde ich ignoriert? Schläft sie schon? Endlich ist es soweit. Das wird ihr das dumme Grinsen aus dem Gesicht wischen. So. Kitzel, kitzel. Hatschu! Das habe ich nicht verdient. Ups, das war ein Unfall. Schmeckt bestimmt gut. Was wird sie als nächstes tun? Ist der Saft frisch? Sieht auf jeden Fall so aus. Vielen Dank. Der war nicht für dich, Ashley. Du magst ihn doch nicht mal. Wann haben wir die bekommen? Danke, Schwesterlein. Sie will mein Essen essen? Von mir aus. Dieses Spiel können zwei spielen. Zeit zum Kochen. Ich brauche definitiv ein paar Eier. Sieht aus wie Eigelb, oder? Genau, das ist die Idee. Man sieht es darin gar nicht. Es geht los. Ashley! Was? Hast du mir noch was eingegossen? Ja, sie wird es schlucken. Hä? Das schmeckt komisch. Ich hätte noch ein Eiweiß reinmachen sollen. Ich fühle mich irgendwie mies. Sind die kreativen Säfte schon am Fließen? Muss nur organisiert bleiben. Hab schon lange kein Grün mehr benutzt. Haha, Wie konnte das passieren? Bin gleich zurück. Das reicht erstmal. Hat Annie das wirklich selbst gemalt? Jemand beansprucht alle Kunstgene für sich. Nicht cool. Aber ich kann das ändern. Ich tausche einfach. Sie wird es nicht mal merken. Ist hier alles in Ordnung? Bin zurück. Schon fertig, siehst du? Gut gemacht. Schöne Technik. Das war's? Jetzt deins. Das muss ich mir genauer ansehen, wenn ich blinzle und durch meine Brille schaue. Ich würde sagen, das ist ein echtes Meisterwerk. Du könntest der nächste Picasso sein. Ich etwa? Danke. Das gehört an die Wand. So etwas habe ich noch nie gesehen. Schau es dir an. Alle, schaut her. Das ist so unfair. Oh, gut gemacht, Annie. Das sieht doch schön aus. Ich kann nicht genug Käse bekommen. Ich kann es auch noch würzen. Kocht Annie hier? Das Licht hier ist so gut. Sie wird nichts dagegen haben. Folge meinen Moves. Zutaten für ein Sandwich? Ich könnte einen kleinen Snack vertragen. Entschuldigung. Fast fertig. Was? Also machst du mir eins? Ich nehme einfach das hier. Danke. Was machst du da? Meinetwegen, ich hau ab. Wow! Das Ding kam aus dem Nichts. Aber vielleicht ist das die Antwort auf meine Gebete. Das ist mein kleiner Sandwich-Fänger. Fast frei Haus.
zu Mama. Genau das, was ich wollte. Seht ihr, Leute? Hier geht's hoch her. Hey, mein Sandwich ist weg. Ich habe so viel Zeit damit verbracht. Das ist so gut, oder? Ellie, ich nehme dich auf. Lächle. Mal sehen. Ist Annie heute bei uns? Hallo? Hier drüben. Annie, sehr gut. Was ist mit Ashley? Hat jemand Ashley heute gesehen? Wo ist sie? Was geht, Frau Lehrerin? Das kommt in meine Story. Also, was habe ich verpasst? Hi, Schwesterlein. Was ist mit ihr? Ihr Selbstvertrauen ist einfach verblüffend. Hey! Schuhzwillinge! Kannst du das glauben? Sieht aus, als hätten wir einen guten Geschmack. Wow! Du bist so lustig, Ashley. Lass uns ein Selfie machen. Zum Glück ist das vorbei. Nur noch eine Unterrichtsstunde. Ich darf meine besonderen Stifte nicht vergessen. Ich liebe diese Dinger. Wer liebt Schreibutensilien? Was für ein Trottel. Ich kümmere mich um wichtigere Dinge. Und Schulsachen stehen nicht auf der Liste. Das ist mir egal. Hey, Kevin kommt. Was geht? Du solltest dir die Schnürsenkel binden. Oh, ein guter Tipp. Danke für den Hinweis. Noch Lust auf den Film später? Hast du das schon mal geputzt? Ich gehe mal lieber zum Unterricht. Harry, bleib cool, Mann. Das ist eigentlich mein Spind, siehst du? Was für eine Erleichterung. Willst du was Süßes? Teilen macht Freude. Wie großzügig. Hat jemand meine Süßigkeiten aufgegessen? Ich wünschte, ich wäre Einzelkind. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Hey, wer hat den denn da liegen gelassen? Warte mal kurz, das ist doch eine Falle. Ich bin nicht dumm genug, um drauf reinzufallen. Dieses Spiel kann zwei spielen. Warum funktioniert denn dieser Streich nicht? Bei mir funktioniert er schon. Ja, direkt ins Gesicht. Der weiß nicht mal, dass ich es war. Hab ihn. Mann, das ist voll die Zitterpartie. Ich kann nicht wegschauen. Oh, ich habe schon alles Popcorn aufgegessen. Er hat immer noch genug. Und was dagegen, wenn ich was nehme? Okay, noch ein bisschen. Hä? Ich habe das auf keinen Fall schon alles aufgegessen. Die Box ist komplett leer. Mann, wie konnte das passieren? Hast du mir was zu sagen, Thomas? Was? Boah, das ist so ein Lügner. Der will meine Snacks? Tja, aber der weiß nichts von meinem Geheimversteck. Hey, ich wusste gar nicht, dass wir die haben. Danke. Mann, ich könnte diesen Typ killen. Der wird nie drauf kommen, was ich hier habe. Komm zu Mama. Wow, das ist eine lange Reichweite. Sind die Cheetos schon alle? Naja, ist okay. Boah, du willst mich wohl verarschen. Ich sollte Thomas eine Lektion erteilen. Ja, und die werden seine Geschmacksknospen abbekommen. Hast du ein bisschen bunte Knete? Du brauchst auch einen Eisportionierer. Wenn du eine schöne Portion hast, gib's in eine normale Eistüte. Dann rundest du das Ganze mit ein bisschen Karamell und Streuseln ab. Ich bereue nichts. Aber ich wünschte, ich hätte noch eins. Ja, ich nehme das. Danke.
Warum ist das nicht kalt? Das ist ja gar kein Eis. Ew. Was in aller Welt ist das für ein Zeug? Boah, ich muss mir das von der Zunge wegmachen. Nee, danke. Das ist deins. Schau dir meine neue Maniküre an. Wow. Die Speisekarten, meine Damen. Was darf ich euch bringen? Ladies? Hallo? Ja, ich muss wohl etwas lauter werden. Was wollt ihr bestellen? Oh, ich hasse diesen blöden Job. Naja, vielleicht hört ihr mir jetzt zu. Ich sterbe, wenn ihr nicht bestellt. Ja, total am Sterben. Nicht, dass es jemanden interessiert. Okay, ich gebe auf. Schau mal, was von persönlich im Raum gehört? Gebt mir doch einfach eure Bestellung. Ihr wollt Kaffee? Ja, gute Wahl. Ich sollte denen eine Lektion erteilen. Oh ja. Hast du ein kleines Handtuch wie dieses? Falt es in drei Abschnitte. Dann nochmal die andere Richtung. Jetzt zieh die Ecken in die Mitte. Jetzt hat es genau die richtige Größe, um hier reinzupassen. Achte darauf, dass die Oberseite glatt ist. Möchte jemand eine Latte? Mit etwas Zimt verfeinern. Ja, jetzt sieht's total nach Milchschaum aus. Stell das Ganze auf eine Untertasse und los geht's. Immer noch am Quatschen, hä? Dein Kaffee. Wow, ich kann die kaum halten. Haha, eure Gesichter sahen so lustig aus. Ja, soll das witzig sein? Wir hätten zu Hause bleiben sollen. Wie viele Folgen habe ich gesehen? Ach egal, heute ist Samstag. Hey Thomas, was trinkst du denn da? Hey, kannst du nicht lesen? Luna, siehst du? Mein Fehler. Und sind das meine brandneuen Chips? Ja, muss ich übersehen haben. Wie spät ist es denn? Oh, mein Date mit Tina. Ich habe noch 10 Minuten Zeit. Ich muss mich fertig machen. Ach. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt hat er auch noch auf meinem Kissen gegessen. Aber er hat eine Sache liegen gelassen. Naja, wage ich es? Oh, definitiv. Lass den Streich beginnen. Du brauchst eine Limoflasche wie diese. Öffne sie und schütte etwas aus. Wenn es klar ist, gib etwas blaue Lebensmittelfarbe dazu. Misch das Ganze auf jeden Fall gut durch. Wenn das erledigt ist, gieß es zurück in die Flasche. Wer das trinkt, bekommt eine bunte Überraschung. Oh, sieht normal aus, oder? Hoffentlich hat Thomas noch Durst. Oh, ich habe mich noch nie so schnell angezogen. Ich bin bereit, Babe. Was dagegen, wenn ich einen Schluck trinke? Nö, trink ruhig alles aus. Oh, das ist besser. Und wie sehe ich aus, Luna? Ja, du hast nur ein bisschen was hier. Was? Oh, sind das meine Zähne? Warum sind die denn blau? Ja, du wolltest das trinken. Oh Mann, ich bin am Verhungern. Die Flakes sind genau das, was ich jetzt brauche. Hä? Worüber lacht ihr denn so? Schon wieder ein Video, hä? Mensch, musst du denn so laut lachen? Naja. Jetzt telefoniert ihr auch noch? Mann, es ist, als würde sie mir ins Trommelfell stechen. Oh nee, nicht texten. Alles nur nicht dieses Klick-Klack-Geräusch. Ich weiß nicht, wie viel ich noch ertragen kann. Oh Mann, ich kann sie damit nicht durchkommen lassen. Mein Essen ist da. Dein Essen? Oh, das war knapp. Ihr Telefon hat die gleiche Farbe wie diese Drops. Da ist ein Streich im Anmarsch. Nimm diese Schokodrops und schmelze sie ein. Gieße das Ganze dann in eine leere Handyhülle. Leg aber vorher Folie aus. Wenn das erledigt ist, leg das Teil in den Kühlschrank. Dann kannst du es leicht rausnehmen. Und obendrauf kommt ein Ausdruck eines Telefondisplays. Bereit für ein bisschen Spaß?
kommt. Oh, diese Pizza riecht göttlich. Hey, ich glaube, mein Handy ist eingefroren. Mann, das lässt mich nicht tippen. Es ändert sich nicht, siehst du? Ja, das ist schon sehr seltsam. Aber weißt du, was das Problem lösen wird? Reinbeißen. Oh, das ist lecker. Boah, der hat offiziell den Verstand verloren. Ja. Heißt das, ich kann keine Nachrichten schreiben? Nö, nö, nicht weinen. Ich hab da nichts hier. Boah, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Du bist krank, weißt du das? Ah, das ist Mamis Lieblingssendung. Oh, war das ein Tritt? Was ist denn da drin los? Oh, du bist ja so süß. Gucci, Gucci. Was geht? Ich will mit dem Baby spielen. Bist du verrückt? Gib her, das ist meins. Lass los! Oh, hör auf! Hä? Cool. Oh-oh. So ein interessantes Buch. Bücher sind für Verlierer. Hallo? Ich darf keine Stelle vergessen. Na toll, die Sonnencreme ist alle. Ich hol mir lieber noch welche. Wo ist mein Geld? Jetzt wird's interessant. Ich denke, das reicht. Ich lasse den Rest hier. Sie macht es mir aber einfach. Was macht David da? Als ob man Süßigkeiten von einem Baby klaut. Wuhu, Jackpot. Der Tag wird immer besser. Ahem, gib das her. Hey, was machst du? Das ist falsch. Ich leg das Geld dahin, wo es hingehört. Ich bin enttäuscht von dir, David. Schätze, du hast recht. Nee, du bist einfach nur lahm. Komm zurück, David. Nee, nee, du fängst mich nicht. Komm schon. Ah, lass mich. Warte, das sollte doch andersrum laufen. Schon besser. Hab dich. Oh, ich muss mich dehnen. Gib mir die Handtasche. Ich bin sowas von unfit. Gib mir das Geld. Danke. Auf ein neues. Was machst du da? Das ist doch nicht zu glauben. Ich kann das erklären. Dieben! Nein, es ist nicht, wonach es aussieht. Gib sie mir wieder. Puh, ist noch alles da. Ich freue mich schon sehr darauf. Es gibt nichts Besseres als ein gutes Buch. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Wuhu! Was für eine coole Party! Das ist doch lächerlich. Ich versuche, mich auf mein Buch zu konzentrieren. Ich liebe diesen Song. Yeah, ab geht's. Ich kann sie immer noch hören. Woo. Und jetzt in den Pool. Schaut her. Arschbombe. Was war das? Wow, das war voll krass. Unglaublich. Schau sie dir an. Wie kann das denn Spaß machen? Yeah, abrocken. Gitarrensolo. Hä? Das ist das Beste. Ich muss lauter spielen. La la la. Lasst uns feiern. Woo. Oh yeah. Komm schon, tanzt weiter. Was ist denn da los? Ich könnte ewig weiter feiern. Okay, die Nerven. Seid ruhig. Oh, jetzt reicht's. Hey. Hi. Ja, genießt eure Party. Die wird nicht mehr lange gehen. Dafür werde ich sorgen. Hehe. Das habt ihr euch verdient. Versucht mal Party ohne Strom zu machen. Was zu... Wo ist die Musik? Haha. Meine Arbeit ist erledigt. Oh, die Party ist vorbei. Lasst uns abhauen. Endlich Stille. Wuhu! Leute? Leute, wo sind denn alle hin? Hä, das ist ja ganz schön komisch. Na gut, dann gehe ich auch mal nach Hause. Wow! Ich könnte ewig lesen, aber ich werde so müde. Ich bin wach. Ich werde meine Augen für ein paar Minuten zumachen. Nach dem kurzen Nickerchen wird es mir besser gehen.
Ich mache es mir nur noch ein bisschen gemütlich. Ah, das ist schön. Was machst du da? Hey! Ignorier mich nicht! Betty! Im Ernst? Wach auf! Na los! Okay, jetzt wird's persönlich. Betty, wach auf! Sofort! Sie ist so nervig! Wach auf! Hör auf zu schlafen! Betty! Das macht sie doch mit Absicht. Ich brauche einen neuen Plan. Oh, ich weiß. Ich nehme die Kissen runter. Und das hier auch. Okay, ich glaube, ich bin soweit. Jetzt ziehe ich einfach an der Decke. Wow, sie schläft immer noch. Na egal. Und jetzt kann ich es mir hier gemütlich machen und entspannen. Hey, ich habe eine Eintrittskarte. Okay. Du kannst rein. Danke. Nicht so schnell. Oh, stimmt. Meine Eintrittskarte. Warte. So ist besser. Du bist knallhart. Nein, du musst über 16 sein. Aber das ist doch nur so eine dumme Regel. Regeln sind Regeln. Bitte, darf ich rein? Nein. Du bist gemein. Ich wollte den Film unbedingt sehen. Hey, bist du okay? Was ist passiert? Sie lassen mich nicht rein. Wow, was hast du vor? Es ist noch nicht vorbei. Ist schon gut, nicht weinen. Das war so peinlich. Ist schon gut, du musst nicht ins Kino gehen. Siehst du? Schau dir den süßen Affen an. Das klappt nicht. Ach komm schon, die sind doch lustig. Schau dir das an. Warte. Denkst du, was ich denke? Ich hoffe doch. Langsam. Hey. Ja? Was ist hier los? Ich bin mir hier nicht ganz sicher. Du hast dein Ticket? Hier ist es. Dann rein mit dir. Danke. Wir sind drin. Du kannst rauskommen. Gib mir eine Minute. Da bist du wieder. Puh, das war aber ganz schön knapp. Wir sind ein gutes Team. Dann wecke ich mal die Kinder. Ich hoffe, Betty hatte schöne Träume. Oh, sie schläft noch. Schau sie dir an. Betty, aufwachen. Süße, es wird Zeit aufzustehen. Was? Es ist früh am Morgen. Wo ist meine Brille? Ich kann nichts sehen. Besser? Hi. Oh, hi, Mami. Hi, Liebes. Warte kurz. Hier hast du Kuchen. Oh, du bist ein Goldschatz. Ich bin so froh, dass ich dich hab. Wow, was für eine Nacht. Ich muss ins Bett. Aber Mama darf mich nicht sehen. Ich klettere einfach durchs Fenster. Gut, niemand zu sehen. Sie wird nichts merken. Mein Mädchen, jeder Tag ist ein Vergnügen. Was war das? David? Was geht da oben vor sich? Oh oh. Ich brauche Augentropfen. David? Da stimmt was nicht. David, bist du schon wach? Oh, er sieht aus wie eine schlafende Schönheit. Er ist so ein guter Junge. Ich werde ihn sanft wecken. Er ist mein kleiner Engel. David, Zeit aufzustehen. Er ist eine richtige Schlafmütze. Liebling. Mann, ich will noch schlafen. Oh, der Wecker. Ich will aber im Bett bleiben. David, beruhige dich. Ich lass dich mal allein. Oh, zweimal in einer Woche? Nachsitzen ist echt öde. Was soll's? Rein da. Großartig. Ganz vorne. Als ob ich nichts Besseres zu tun habe.
Selbst der Lehrer ist langweilig. Aber das kann ich ändern. Guck dir die an. Das wird ein geschmackvoller Streich. It's Showtime. Zeit für ein Selfie. Hashtag lange Zunge. Hä? Beim Nachsitzen gibt's keine Selfies. Entschuldige, Mindy. Steh bitte auf. Wie ich es vermutet habe, du kennst die Regeln. Kein Zungenpiercing. Oh, nimm das Ding raus. Hab ich gerade deine? Ach du meine Güte. Oh Mann. Tschüss. Ich hau ab. Piu. Warum halte ich eine Zunge? Was für eine Freude. Ich hab echt keinen Bock. War das der Lehrer? Mindy, hä? Der Lehrer ist weg. Abhauen. Die besten Nachrichten aller Zeiten. Sollen wir? Ja, lass uns ins Kino gehen. Och nee. Hä? Sorry, Klasse. Die Natur hatte gerufen. Egal. Wir waren fast weg. Nächstes Mal. Wie wir aus Kapitel 12 wissen, die Hauptfigur ist verwirrt. Genau. Und dann? Oh, ich brauche nur eine Minute, Klasse. Was hat er gesagt? Ist er weg? Ich sehe ihn nirgends. Wir sind wieder alleine. Hey, ich habe einen Plan. Verstanden? Los geht's. Hier sind die Sicherungen. Mal sehen. Wie wär's mit der hier? Lass den Spaß beginnen. Fertig, Justin. Okay. Dann leg ich mal los. Ist echt gemütlich hier vorne. Kannst du mich sehen? Entschuldigt nochmal, Klasse. Hä? Was ist hier los? Hallo? Es ist so dunkel. Das ist unheimlich. Was ist denn hier los? Hä? Nein! Nicht heute, Gespenst! Ich will leben! Uah! Ist er weg? Ich hätte gern sein Gesicht gesehen. War das genial, oder was? Wir schaffen es noch ins Kino. Hast du schon Kapitel 2 gelesen? Weil das ist echt verrückt. Mein Gehirn braucht einen Snack. Du hast Snacks? Da mache ich mit. Oh, mehr habe ich nicht. Hey, bekomme ich was ab? Oh, du willst was? Hier, bitteschön. Die sind echt gut. Zeit für Snack Nummer 2. Schon alle? Na, was soll's. Hey! Willst du den essen? Weil ich hab echt Hunger. Mein Apfel? Okay, hier. Wow, danke. Ah, der ist knackig. Gut, dass ich die noch hab. Fertig. Mehr. Hat er mehr gesagt? So ist es gut. Ah, die mag ich. Oh, er isst mir alles weg. Wenigstens hat er die noch nicht gesehen. Die würde er sofort haben wollen. Außer ich tarne sie. Oh ja. Ich hab's. Ich brauche nur eine leere Klebstoffflasche. Siehst du? Da kann die Milch jetzt rein. Niemand wird's je erfahren. Sehr schön. Jetzt ist es soweit. Sch, das wird cool. Hä? Schokoflakes? Her damit. Bist du dir da sicher? Denn ich mag die mit Kleber. Niemals. Sie ist verrückt. Ja, verrückt nach Flakes. Ich habe meinen großen Löffel dabei. Mir wird schlecht. Du willst wirklich keine? Nee, kannst du behalten. Wie du willst. Mehr für mich? Du solltest mal zum Arzt gehen. Igitt. Hey, wie kommst du da drauf? Nimm die 5 dazu. Die 5? Oh,
das ist Nummer 7. Haben wir auch den letzten Teil? Moment mal. Ist das das, wonach es aussieht? Machen die etwa Spickzettel? Ich sollte denen eine Lektion erteilen. Ich warte, bis sie gehen. Hey, ist das eine Jeans? Ich habe eine brillante Idee. Wie klein kann ich das Ding falten? So wird's gehen. Niemand wird Verdacht schöpfen. Haha, hab ihn. Perfekt. Niemand guckt, oder? Ich brauche ein paar Antworten. Hä? Der ist weg? Wie klein habe ich den denn gefaltet? Der muss doch hier sein. Ahem. Suchst du denn den hier? Der gehört jetzt mir. Was? Oh nein. Kann ich den haben? Ich glaube nicht. Du bist auf dich allein gestellt. Oh, das habe ich befürchtet. Wenn ich nur gelernt hätte. Ich brauche was Neues. Das sieht schick aus. Das kitzelt. Konzentration. Hey, was machst du da? Ist das ein Tattoo? Bist du verrückt? Ha? Ach, das alte Ding? Mach das sofort runter. Oh, ich werde nie cool aussehen. Das ist mir egal. Das ist so unfair. Was ist denn los? Ich wollte ein Tattoo, aber... Oh, hör schon auf zu heulen. Komm her. Schleppst du sowas immer mit dir rum? Halt still. Ich will keinen Unfall. Nicht schon wieder. Wow, wie cool. Wie cool, dass du ein Motorrad hast, obwohl die Verfolgungsjagd mit der Polizei war krass. Und dann, als wir über die Autos gesprungen sind, hältst du auch mal die Klappe? Das war so cool. Kannst du mich jeden Tag von der Schule abholen? Und jetzt werde ich erstmal chillen. Oh, ich dachte, wir hängen zusammen ab. Wird nicht passieren, Kleine. Okay, ich lass dich in Ruhe. Schuldgefühle prallen an mir ab. Ich sollte sie besser im Auge behalten. Aber kein Problem, ich kann ja alles sehen. Na, das ist öde. Da passiert sowieso nichts Aufregendes. Ich habe Besseres zu tun. Ich bin Mindy, ich trage Lederjacken. Mein Einhorn, mit dem habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Warum liegt das denn auch da oben? Ach, komm schon. Oh, fast habe ich doch. Diesmal schaffe ich's. Ich muss hier hoch genug springen. Aha, ich hab's. Nein! Was ist denn da los? Ach, egal. Was ist passiert? Ich stell den lieber wieder auf. Phew, geschafft. Aber das hat sich alles gelohnt. Warte, was ist das? An dieses Licht kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, wir müssen nachforschen. Wie krass, niemals. Und los. Ich sollte mal mein Zimmer aufräumen. Ich hab's gleich. Nein, oh Schreck. Eine riesige, haarige Spinne. Weg hier. Autsch, mein Kopf. Voll erfrischend. Das tat echt weh. Es ist noch nicht vorbei, Spinne. Wenigstens habe ich... Au! Warum nur? Hey, sei nicht so laut. Du ruinierst mir die Stimmung. Hä? Was macht sie denn da? Warum ist sie denn so anstrengend? Ich muss wohl mal nach ihr sehen gehen. Immer hat die irgendwas. Das tut so weh. Warum heulst du schon wieder? Ich habe mir den Zeh gestoßen und meinen Kopf. Ich habe gerade voll Schmerzen. Das war's? Hier hast du ein Pflaster. Mit dem wird's besser. Zufrieden? Nicht wirklich. Es war auch total traumatisch. Hier hast du einfach eine Cola. Oh, danke. Klappt jedes Mal. Warte, die ist leer. Du hast mich reingelegt. Na los, du kommst noch zu spät. Ich habe keine Lust auf Schule. Du gehst. Du siehst so niedlich aus. Mach das nicht. Bitte, das ist erniedrigend. Nein, kein Schal. Aber du willst doch nicht krank werden. Das ist ein bisschen viel. Nun bist du schon fertig. Bis später. Ich vermisse dich jetzt schon. Den brauche ich nicht. Ich schwitze ja jetzt schon. Was hat sich Mindy nur gedacht?
Hi, Sunny. Du wirst nie glauben, was passiert ist. Ich gehe noch kurz Lebensmittel einkaufen. Aha. Ist das? Das ist Wendys Schal. Sie wird so frieren. Ich spüre mein Gesicht nicht mehr. Das darf ich nicht zulassen. Ich bin auf dem Weg. Da bist du ja. Keine Bange, der wird dich aufwärmen. Kennst du die? Puh, das war knapp. Lass den um. Warum machst du das? Du weißt schon, dass du damit albern aussiehst. Das ist so erniedrigend. Welche Schuhe ziehe ich an? Die hier. Die runden mein Outfit ab. Sieht gut aus. Ich schnapp mir noch meine Tasche und los geht's. Überraschung! Wie lange stehst du da schon? Was hast du da an? Ich gehe mit ein paar Freunden aus. Mädelsabend, weißt du? Und da trägst du sowas? So geht das nicht. Was stimmt denn damit nicht? Du hast keine Socken an. Was? Nein! Sieh sie an. Du verdirbst mir immer den Spaß. Die sehen doch total modisch aus. Wendy, warte! Oh, da sind Lilly und Mandy. Sie dürfen die Socken nicht sehen. Ich muss die ausziehen. Die Mülltonne kommt wie gerufen. Hey, du hast es geschafft. Gehen wir rein? Wendy, warte! Niemals. Sie hat ihre Socken ausgezogen. Muss mich aufwärmen. Das arme Mädchen. Aus dem Weg. Entschuldigung. Was machst du denn hier? Du ruinierst mir den Abend. Das ist so peinlich. Ich zieh sie dir an. Deine Füße müssen schön warm bleiben, ja? Den Keks kannst du behalten. Was war das denn gerade? Guck dir mal die Socken an. Sie übertreibt manchmal. Kekse? Da sage ich nicht nein. Ich muss leise sein. Ich will auf diese Late-Night-Party. Mindy darf mich nicht hören. So weit, so gut. Hab's geschafft. Was zum... Hi, wo gehst du hin? Ich will nur ein bisschen Sterne gucken gehen. Aber die Nacht ist so kühl. Alles okay, glaub mir. Ich werde dich schön einpacken. Die habe ich selbst gestrickt. Natürlich hast du das. Sie passt zu dir. Schluss jetzt. Ich brauche keine Mütze oder Socken oder Schal. Ich bin kein Kind mehr. Cool, es regnet Mützen. Ach, die kannst du behalten. Ich hau jetzt ab. Sie muss mich ja nicht gleich anschreien. Und die Wasserleitung geplatzt. Jetzt fühle ich mich mies. Fein, tut mir leid. Ich wollte nicht gemein sein. Das sagst du nur so. Gemütlich. Guck mal, wie schick ich bin. Ups. Die kann ich nicht wiederholen. Warte mal. Ich wollte doch nur mein Bestes geben. Ich weiß, was zu tun ist. Dafür brauche ich den Ärmel von meinem Pulli. Da kommt nun ein Knoten rein. Genau so. Ich habe eine Mütze. Die ist für dich. Oh, jetzt sind wir Mützenfreundinnen. Meinst du das ernst? Ich gehe dann. Viel Spaß. Sie ist so ein gutes Kind. Ich liebe Schokolade. Was brauche ich noch? Ah, Schokoaufstrich, ganz wichtig. Hi. Du willst das doch nicht essen, oder? Das ist Schrott. Schmeckt aber gut. Hier, nimm eine Karotte. Nee, lass mal, kannst du behalten. Ich stehe mehr auf diesen Schrott hier. Du verpasst was. Was gucke ich mir an? Okay. Oh, das sieht gut aus. Ich liebe die Sendung. Das ist gar keine gesunde Ernährung. Wie kann sie nur sowas essen? Vielleicht möchte sie lieber einen Apfel. Kann ich dir helfen? Wow, dieser Apfel sieht gut aus. Langsam wird's unheimlich. Der ist so knackig. Klar. Nein, aber der ist so saftig. Gut, bleibt mehr für mich. War schön, euch zu sehen. Guck mal, was ich habe. Wendy liebt Orangen. Warte mal, wer hier ist. Oh Mann, was soll das? Was machst du denn hier? Ich dachte, du magst die. Was ist mit dir?
Wer ist das? Hörst du bitte auf damit? Ach, lasst uns gehen, Mädels. Denk doch nur an die vielen Vitamine, die du verpasst. Die Jugend von heute. Ich hab dir was Besonderes gemacht. Hier, probier mal. Das soll lecker sein? Echt jetzt? Was? Das habe ich extra für dich gemacht. Ach, ich muss doch irgendwas tun können. Du interessierst dich mehr für dieses Spielzeug. Ist ja auch schön bunt. Warte kurz. Ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich Wendy das schmackhaft mache. Dafür brauche ich einen leeren Teller und lege die Tomaten auf den Rand des Tellers. Nun zu den Karotten. Die kommen unten an die Tomaten. Ich lege sie im Halbkreis aus. Und nun kommen noch Mais und Erbsen dazu. Sieht super aus. Wie ein Regenbogen. Unten kommt dann noch Reis dazu. Ich würde das essen. Hey, Wendy. Na, das ist schon viel besser. Sieht gut aus. Werd's gleich mal essen. Ich wusste, dass das klappt. So was kannst du öfter machen. Dieses Buch ist sowas von spannend. Was ist das für ein Gestank? Echt übel. Dir hängt was aus der Hose. Pfui, wie eklig. Hä? Was meinst du? Was ist da? Ich kann gar nicht hinsehen. Mir wird schlecht. Bleib fern von mir. Die hatte ganz schön Schiss. Dabei war das nur Schokolade. Reingelegt. Ich habe Lust auf einen Snack. Was haben wir da? Da hat wohl jemand seine Schokolade liegen lassen. Oh, nice. Ich habe voll Bock auf Schokolade. Die wollte ich gerade essen. Das ist meine. Nein, sie gehört mir. Lass los. Aber ich habe sie zuerst gefunden. Ha, jetzt gehört sie mir. Bye. Menno, das finde ich total gemein. Wie wäre es mit einer Essiggurke stattdessen? Hey, da fällt mir ein genialer Streich ein. Den Eisstiel stecke ich in die Essiggurke. Dann tunke ich die Essiggurke in geschmolzene Schokolade. Die Essiggurke muss komplett bedeckt sein. Jetzt noch etwas Verzierung. Das Auge isst schließlich mit. Fertig. Sieht echt schmackhaft aus. Oh, da kommt sie. Hey, was hast du denn da? Krieg ich auch eins? Vergiss es, die gehören alle mir. Betteln hilft da nichts. Oh, von mir aus. Hier, nimm einen. Wow, das sieht voll gut aus. Das schmeckt irgendwie anders als gedacht. Das ist eine Essiggurke. Voll reingelegt. So schlimm ist es gar nicht. Ich probier's mal. Das war ein Fehler. Gleich bin ich beim Endgegner. Hey, was machst du da? Ist das mein Laptop? Schluss jetzt, gib ihn zurück. Kannst du nicht lesen? Da steht sogar mein Name drauf. Du teilst nie etwas mit mir. Weil du immer alles kaputt machst. Finger weg von meinem Laptop. Da ist wohl jemand schlecht gelaunt. Sieh an, da fällt mir doch glatt ein cooler Streich ein. Du brauchst Papier und einen Heißkleber mit gelber Farbe. Dann legst du das Glas in den Kleber und lässt es trocknen. Soweit, so gut. Getrocknet und einsatzbereit. Das wird dir einen Schrecken einjagen. Oh, da kommt sie schon. Laptop, alles versaut. Was hast du gemacht? Ist der noch zu retten? Ich sollte das besser wegwischen. Hä? Moment mal, was ist das denn? Da ist ja gar nichts verschüttet. Und flüssig ist es auch nicht. Echt jetzt? Du hast mich ja voll dran gekriegt. Ha, ich habe noch mehr Streiche auf Lager. Das lief wie am Schnürchen. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Ich mich auch. Das war episch. Hey, kann ich einen Schluck haben? Na klar, bitteschön. Oh, danke dir. Ich muss los. What the heck? Sie hat alles ausgetrunken. Ihr Ernst? Dieses TikTok-Video ist so genial. Hey, kann ich einen Schluck von deiner Limo haben? Naja, denke schon. Echt jetzt? Sie hat schon wieder alles ausgetrunken. Dankeschön. Bis dann. Die Sonne kommt heute richtig raus. Hey, hast du einen Schluck für mich übrig? Was? Vergiss es! Hey! Was sollte das denn? Oh, sie ist so eine... Das wird sie mir büßen. Ich werde mich bei ihr rächen. Ich brauche Pfefferminzbonbons. Und noch etwas Zahnseide. Aber nicht zu viel. Das sollte schon reichen. Die Zahnseide fädle ich ein. Soweit, so gut. Jetzt das Pfefferminzbonbon. Perfekt. Jetzt kommt Schritt Nummer 2.
Die Limoflasche steht schon bereit. Das Pfefferminzbonbon klemme ich mit dem Flaschendeckel ein und drehe fest zu. Perfekt, so bleibt das Bonbon an seiner Stelle. Hey, na was geht? Oh, ich verdurste gleich. Darf ich? Du willst einen Schluck haben? Na klar, hier. Dankeschön. Yes, explodiert wie ein Limo-Vulkan. Nein! Was geht ab? Das nenne ich mal eine Dusche. Warum hast du das gemacht? Geschieht dir recht. Oh Mann, ist das gruselig. Zum Fürchten. Hey, was siehst du dir an? Oh, voll gruselig. Schon viel besser. What the heck? Ich wollte das sehen. Dein Ernst? Sieh dir die Wiederholung an. Ich wollte das sehen. Kapierst du es nicht? What the heck? Dieser Film ist voll langweilig. Mag sein, aber ich war zuerst hier. Oh, meine Limo ist leer. Ich hole mir besser eine neue. Die Fernbedienung kommt mit. Das ist doch nicht dein Ernst. Wann kann sie sich nicht einfach die Wiederholung des Films ansehen? Dann esse ich eben ihr Popcorn. Die wird sich wundern. Ich werde ihr einen Streich spielen. Der Tisch muss zur Seite geschoben werden. Jetzt haben die zwei Sägeblöcke und der Karton mehr Platz. Ich schneide in der Mitte einen Kreis raus. Dann lege ich die Tischdecke darüber, damit das Loch bedeckt ist. Anschließend schneide ich einen Schlitz in den Stoff. Jetzt brauche ich nur noch einen Fake-Eimer für Popcorn. Das Popcorn wird in den Eimer gefüllt. Da wird man hungrig. Sie kommt wieder aus der Küche. Schnell in Position. Puh, zum Glück hatten wir noch Limo im Kühlschrank. Oh hey, so eine Riesenportion Popcorn. Da muss ich mal zu lang. Ah, was ist das denn? Ich will nicht hinsehen. Aha, ein Kopf, da ist ein Kopf mit Popcorn. Sie wollte sich unbedingt gruseln. Was hat sie jetzt davon? Mann, hab ich einen Kohldampf. Was könnte ich bloß essen? Oh, das sieht gut aus. Da muss ich zuschlagen. Ah, oh nein. Da liegst du flach, was? Loser. Au, oh, what the heck? Ein Stolperdraht? Da bin ich ihr wohl in die Falle gelaufen. Aber ich habe schon einen Racheplan. Ich drehe den Papierteller um. Den Faden klebe ich in der Mitte fest. Das andere Ende des Fadens binde ich mir um den Schuh. Dann lege ich den süßen Köder aus. Wer kann da schon widerstehen? Jetzt kommt der Probelauf. Perfekt, die Falle funktioniert. Ich werde so tun, als wäre ich abgelenkt. Oh, Süßigkeiten, da muss ich zugreifen. Oh mein Gott, hat sich der Teller gerade bewegt? Yes, sie fällt drauf rein. Das habe ich mir bestimmt nur eingebildet. Ah, hast du das gesehen? Hä? Was meinst du? Oder meinst du meine Zauberkräfte? Pass gut auf. Reingelegt. Das ist eine echt coole Party. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Hm, meine Tasse ist leer. Ich hole mir noch mehr Limo. Da steht sie ja. Wusste ich doch, dass sie hier irgendwo ist. Ich glaube, ich spinne. Dein Ernst? Hast du den ganzen Kuchen verdrückt? Ups. Hey, hast du Lust auf etwas Sushi? Sieht echt lecker aus. Findest du nicht auch? Nein, das ist nicht dasselbe wie Kuchen. Ist das Wasabi-Paste? Gib mal her. Oh je, die ist absolut stinkig. Wenigstens war der Kuchen lecker. Du brauchst einen Cupcake. Und einen Spritzbeutelaufsatz. Den steckst du direkt auf die Wasabi-Paste. Genau so. Jetzt kommt die Verzierung. Noch etwas Zuckerperlen darüber, damit niemand Verdacht schöpft. Sieht echt zum Anbeißen aus. Oh, noch mehr Kuchen? Du bist aber gut ausgestattet. Ja, möchtest du einen Cupcake haben? Ja, unbedingt. Die sehen total lecker aus. Rein damit. Das scheint dir nicht geschmeckt zu haben. Hey, ich habe ein paar Snacks mitgebracht. Bedien dich. Oh, wow. Danke. Sehr lieb von dir. Ich bin am Verhungern. Ach, die stopft sich aber ziemlich voll. Das ist nicht normal. Ich muss auf meine Snacks aufpassen, sonst frisst sie die auch noch. Oh, die Schokolade bringt mich auf eine Idee. Komm zu Mama. Mann, sieht das gut aus. Die Schokolade streiche ich hier hin. Perfekt, das sollte genug sein. Das wird super. Mm, die Chips waren echt lecker. Gibt's noch mehr Chips? Ich klaue mir einfach ein paar Chips von ihr. Vergiss es, Finger weg von meinen Chips. Na gut, hier, du kannst welche von mir haben.
Juhu, noch mehr Chips. Geilo. Ich liebe salzige Snacks. Oh mein Gott, so eine Sauerei. Was ist das? Was habe ich an meiner Hand? Das ist ja überall. Ha, reingelegt. Hey, das ist Schokolade. Lecker. Ihr Ernst? Wie unappetitlich. Hey, kann ich noch mehr Chips haben? Chips und Schokolade sind die perfekte Mischung. Sie ist wohl im Fresskoma. Wenn mein Name draufsteht, wird das kein anderer nehmen. Perfekt, so kann ich dich ohne Bedenken hier stehen lassen. Endlich ist sie weg. Jetzt kann ich mir ihre Sachen nehmen. Was ist das? Als ob mich das aufhalten könnte. Ich trinke es trotzdem. Kalter Apfelsaft. Ah, das war gut. Sie wird nie herausfinden, wer das war. Ich habe Lust auf etwas Apfelsaft. Hey, Moment mal. Was soll das denn? Sie hat einfach alles ausgetrunken. Oh, hoffentlich wird sie das zurückhalten. Der böse Smiley soll sie von der Schokolade fernhalten. So, ich hoffe, das reicht. Was hat sie denn da in den Kühlschrank gelegt? Ja, Schokolade. Als ob mich der Smiley davon abhalten könnte, es aufzufuttern. Hey, was machst du da? Hast du den Zettel nicht gesehen? Oh, sie ist so nervig. Ich hasse das. Ich muss was dagegen unternehmen. Was legt sie dieses Mal in den Kühlschrank? Hey, was machst du da? Bist du taub? Ah, ich muss weg. Ihr Gesichtsausdruck war unbezahlbar. Aus dem Weg. Hä? 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 Was zum... Ich glaub's nicht. Ich bin hier raus. Was ist das? Ich hab keine Zeit für sowas. Ich hab noch was zu erledigen. Oh, mir lief's gerade kalt den Rücken runter. Oh, da kommt die Erklärung. Wednesday, bitte komm rein. Ich leg das noch zur Seite. Was kann ich für dich tun? Wir müssen reden. Ich hab da was für Sie. Was? Was ist es? Etwas Besonderes. Hoffe, es gefällt Ihnen. Was ist hier los? Ist das Müll? Juh, das stinkt. Das ist ja ekelhaft. Warum machst du das? Schö, weg. Ach, das sind so viele Fliegen. Stimmt etwas nicht? Das habe ich extra für dich besorgt. Ich hab dich vermisst. Wirklich? Das ist total süß. Ich hab den ganzen Tag an dich gedacht. Du bist mein Ein und Alles. Du bist so ein Romantiker. Ich möchte nie von dir getrennt sein. Mir geht's genauso. Du machst mich glücklich. Küss mich. Igitt, ekelhaft. Das ist jetzt wichtiger. Wednesday steckt in großen Schwierigkeiten. Bringt sie zu mir. Ich zahle gut. Und was euch zwei Turteltäubchen angeht, ich beobachte euch. Sie sagt zwar, aber sie kann unsere Gefühle nicht aufhalten. Wo waren wir? Ich glaube, du wolltest mich gerade küssen. Wednesday weiß, wie man jeden Moment ruiniert. Aber es gibt nur dich und mich. So gefällt mir das. Du sagst immer so süße Sachen. Lass uns keine Zeit verlieren. Als ob du meine Gedanken lesen könntest. Komm her. Ignorier das einfach. Schlangen! Sorry, das hätte ich dir sagen sollen. Hoffe, das hat niemand gesehen. Das ist unser kleines Geheimnis. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Aha. Du bist so süß. Aha. Und jetzt lass uns den Kuss beenden. Warte mal, was ist das? Das siehst du doch auch, oder? Ich bin gar nicht da. Aha. Deine Freundin hat eine Funktionsstörung. Sowas sieht man nicht alle Tage. Mann, ich komme wohl nie zu meinem Kuss. Hey, Händchen, wie geht's? Was, ich? Ich beobachte nur den Maler. Das hat was Entspannendes an sich. Aber ist doch gut für ein Späßchen. Du weißt, was zu tun ist. Du musst aber schnell sein. Er darf dich nicht sehen. Genau, wirf die Brieftasche in seine Richtung. Er muss sie aber auch sehen. Hä? Was war das? Wow, ein Portemonnaie. Heute muss mein Glückstag sein. Das schnapp ich mir. Hey, komm wieder her. Seltsam. Versuchen wir es nochmal. Oh, fast gehabt. So leicht entkommst du mir nicht.
nicht mehr bewegen. Ich dachte, diesmal hätte ich's erwischt. Hab keine Angst, Portemonnaie. Ich bin doch dein Freund. Endlich ist er weg. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Ich muss die Farbe aufwärmen. Ich hab's. Die Mühe hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die soll austrocknen. Noch ein bisschen. Das war's. Ich bin Expertin mit dem Föhn. Aber ich hab noch mehr zu tun. Ich hol die Farbe aus dem Eimer und stell die Cola-Dosen rein. Ich brauche die, damit's überzeugender wird. Die stützen die Farbe ab. Ich will nicht, dass sie am Boden liegt. Ich stell noch ein paar rein. Okay, das reicht jetzt. Dann kommt die Farbe obendrauf. Shh. Ah, was für ein schöner Tag. Ich frag mich, ob der Maler schon fertig ist. Ich werde mal nachsehen. Da ist er ja. Was machst du da? Du bist ja noch nicht fertig. Es ist so schwer, einen guten Handwerker zu bekommen. Nimm den Pinsel und... Was? Genau, wie ich's geplant habe. Hey, stopp! Komm sofort wieder her! Hey! Wohin gehst du denn? Lauf nicht einfach weg! Hähnchen, bist du hier drin? Ich komm jetzt rein. Keine Bange, niemand hat mich gesehen. Wo bist du? Wie lege ich mich mit der Schulleiterin an? Ich muss nachdenken. Es muss was Gutes sein. Hier drin gibt's viele gute Sachen, die ich nehmen könnte. Gar nicht so einfach. Hähnchen, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe. Hat sich das eben bewegt? Ah, da bist du ja. Hast du gute Streiche auf Lager? Mir sind die Ideen ausgegangen. Hä? Was hast du? Da drüben? Okay, du weißt es besser als ich. Warte. Oh, du kannst weglaufen, aber du kannst dich nicht vor mir verstecken. Ich wusste, dass ich dich finden werde. Du steckst in Schwierigkeiten, Wednesday Adams. Ach ja, das ist nicht gut. Das kann ich nicht zulassen. Moment mal, ich weiß, was ich mache. Ich brauche diese Kabel. Ich klemme sie an den Türgriff. Und jetzt warten wir. Du kannst weglaufen, aber du kannst dich nicht vor mir verstecken. Was würde ich nur ohne dich tun? Wir sind ein tolles Team. Schlag ein. Jetzt lass uns abhauen. Wednesday, wo bist du? Komm raus. Ich verspreche, ich werde dich nicht hart bestrafen. Aber so machst du es nur noch schlimmer. Warte nur, bis ich dich habe. Und ich werde dich kriegen. Der Lolli schmeckt gut. Ich finde, den habe ich mir verdient. Der Direktorin Streiche spielen ist harte Arbeit. Oh, hey, Hähnchen. Kommt sie hierher? Ich verstecke mich besser. Das wird nicht gehen. Wednesday, komm raus, wo auch immer du bist. Ich muss was unternehmen. Hä? Was soll ich denn damit? Oh, hab verstanden. Wir müssen uns beeilen. Ich weiß, dass sie hier irgendwo ist. Ich kann sie spüren. Ich dachte, sie wäre hier drin. Muss mich wohl geirrt haben. Oh, ich sehe gut aus. Das ist ein wirklich guter Lolli. Davon sollte ich mir mehr besorgen. Ich sorge dafür, dass alle Kinder wissen, dass hier keine Süßigkeiten erlaubt sind. Ihnen den Spaß zu verderben, macht mich glücklich. Da ich schon mal hier bin. Wenn man muss, dann muss man. Den habe ich schon den ganzen Tag zurückgehalten. Es könnte jetzt etwas spritzen. Komm schon! Ich hätte das Tankstellen-Sushi nicht essen sollen. Oh, wie krass der Geruch. Endlich ist alles raus. Ich fühle mich so schwach. Ich fühle mich viel leichter. Aber hier würde ich erstmal nicht reingehen. Zum Glück hat das keiner gehört. Ich trage Handschuhe. Ich brauche mir nicht die Hände waschen. Dann gehe ich mal wieder an die Arbeit. Moment mal, ist das ein Lolli? Wo kommt der her? Dafür gibt's nur eine Erklärung. Aliens, oder? Wednesday. Das war knapp. Wenigstens hat sie mich nicht gesehen. Die Frau sollte mehr Ballaststoffe essen. Das war unglaublich. Im Ernst, sie mussten die Toilette schließen. Wirklich? Sie hatten sogar spezielle Anzüge an. Gut, dass ich nicht da war. Was ist hier los? Nichts, ehrlich. Wartet, das ist nicht das Wissenschaftslabor. Hä? Wo ist Wednesday? Ist sie weg? Wow!
Guckt euch das an! Wednesday? Höchstpersönlich. Und ich habe Süßigkeiten mitgebracht. Bedient euch. Wow, das ist ja fantastisch. Worauf warten wir noch? Gib her! Aus dem Weg! Es soll Süßigkeiten regnen. Juhu! Du bist die Beste! Ich weiß, aber lasst was für Händchen übrig. Er mag Marshmallows. Er wird sauer, wenn alle weg sind. Ich hab was vergessen. Bin gleich wieder da. Meine Chance. Moment, irgendwas schmeckt nicht. Oh, da kommt sie. Okay, ich habe meinen Pinsel geholt. Jetzt kann die Gesichtsmaske aufgetragen werden. Gesichtsmaske? was zum Teufel? Du hast mich vollgespuckt. Sorry. Bitte verzeih mir. Okay, dann fange ich mal mit meinen Haaren an. Was zum Teufel ist das auf meinem Föhn? Oh, das glaube ich jetzt nicht. Also gut, es wird Zeit, etwas in dieser Sache zu unternehmen. Zeit für Detektive. Ich werde das aufklären wie Sherlock. Okay, ich schaue mir zuerst die Beweise an. Es gibt nur ein paar Verdächtige. Wessen Fingerabdrücke stimmen überein? Aha! Jap, sie war's. Was werde ich jetzt nur tun? Oh, Mehl. Genau, was ich brauche. Ich schütte es einfach auf meinen Föhn. Sie wird voll geschockt sein. Okay, das sollte reichen. Ups, muss aber noch das Licht ausschalten. Okay, das wird definitiv eine Lektion für Sie. Ich verstecke mich in der Badewanne. Ich will sehen, was passiert. Das wird so lustig. Okay, dann föhne ich jetzt mal meine Haare. Ah! Was zur Hölle? Was ist denn hier los? Was ist das? Ha, du siehst lächerlich aus. Das hast du nun davon. Das war der beste Streich, den ich je gemacht habe. Ja, ja, manchmal bist du ein echter Brüller. Oh mein Gott, dass er so weit gereist ist, um sie zu finden. Weinst du etwa? Warum? Das ist doch gar nicht traurig. Ich glaube, ich habe dich noch nie bei einem Film heulen sehen. Ja, sorry, aber meine Hormone machen mich so emotional. Oh, warum kriege ich denn die Verpackung nicht auf? Ich beiß sie auf. Das klappt auch nicht. Ach du meine Güte, jetzt weinst du deswegen? Du bist echt so drollig. Ich lackiere lieber meine Fußnägel, solange ich noch drankomme. Oh nein, ist schon zu spät. Ich komme schon nicht mehr dran. Du weinst, weil du dir die Zehennägel lackierst. Ich habe die ganze Zeit so einen Hunger. Moment, das ist aber nicht das, wonach ich mich sehne. Ich brauche Essiggurken und Schlagsahne. Warum mache ich die Schlagsahne nicht einfach auf Tiersalami? Ah, schmeckt überraschend gut. Aber jetzt will ich auch ein paar Gurken essen. Gar nicht schlecht. Und was ist mit der Zwiebel? Moment mal. Ich habe doch meine Schokolade und Streusel. Ich stecke die Zwiebel auf einen Spieß und tauche die Zwiebel in die Schokolade. Als nächstes kommen die Streusel dazu. Wunderbar, das sieht doch schon ganz gut aus. Zeit für meine Rache. Hey, das hier habe ich dir mitgebracht. Oh, wow, vielen Dank. Das riecht toll. Oh mein Gott, das ist ekelhaft. Ha, du bist voll drauf reingefallen. Scheint so, als ob sie jetzt weint. Mh, Zwiebel und Schokolade ist eine tolle Kombo. Was ist das denn für ein Müll? Wer lässt denn die Schalen hier einfach liegen? Moment mal, da liegen ja auch welche auf dem Boden. Die Spur führt bis hierher. Wieso auch auf dem Regal?
Die Wassermelone ist so gut. Oh, bin ich voll. Wie viele Wassermelonen hast du denn gegessen? Warum hinterlässt du so eine Sauerei? Unfassbar. Oh, wie kann man nur so eine Schweinerei veranstalten? Na, dann mache ich wohl mal sauber. Ups, hab die Flasche getroffen. Ha, Lebensmittelfarbe. Rote Lebensmittelfarbe. Oh, ich habe eine fantastische Idee. Okay, ich gebe etwas Farbe auf die Wassermelonenscheiben. Und dann noch verstreichen. Verteilt sich gut. Sieht doch sehr lecker aus. Alles klar, setzen wir den Plan in die Tat um. Hey, ich habe dir den Rest von der Wassermelone mitgebracht, falls du noch was essen willst. Oh, super, danke. Da beiße ich auch gleich rein. Das klappt ja echt super. Worüber lachst du? Warte, warum bin ich denn rot? Auch auf meinem Mund. Räum das nächste Mal hinter dir auf. Okay, sie schläft schon. Ich leg die Fake-Kakerlake einfach zu ihr. Und jetzt die Feder, um sie aufzuwecken. Nein, Einhornkätzchen, hört auf zu kitzeln. Oh, sie wacht gleich auf. Verstecken! Was ist denn hier los? Oh mein Gott, Hilfe, das ist schrecklich! Wie du dich erschreckt hast! Unfassbar, dass du mir das antust. Hey, komm und hol dir dein Sandwich. Da ist es. Danke, das sieht echt lecker aus. Und los geht's, sie nimmt einen Bissen. Was ist das? Käfer! Käfer! Witzig. Genieß den Rest deines Sandwichs. Oh, Moment mal. Ich weiß, was ich tun sollte. Okay, ich habe eine Schüssel und Kuhmilch. Super, und nun kommt noch etwas Schweinegelatine rein. Das wird die richtige Menge sein. Und nun noch etwas Lebensmittelfarbe. Ein paar Tropfen Rot sollten reichen. Und nun verrühre ich alles und lasse es eine Weile stehen. Und jetzt eine Form. Mit dieser Silikonbackform sollte es gehen. Aber zuerst muss die Fake-Tarantel da rein. Und rein damit. Direkt über die Spinne. Und schon kann man sie nicht mehr sehen. Und ab in den Kühlschrank. Na bitte. Hey, ich habe dir ein lustiges Dessert gemacht. Komm und hol's dir. Tada! Wow, das sieht total lecker aus. Ich nehme mal einen Bissen. Moment, was ist das? Nein, 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 Spinne! Da drin war eine riesige Spinne! Ha, na, wer schreit jetzt wegen unechtem Getier, hä? Ach, das war die Mühe auf jeden Fall wert. Und dann hat er echt angefangen zu heulen. Echt jetzt? Unglaublich, dass sie das zu ihm gesagt hat. Hey, willst du meine Soße probieren? Sehr cool. Ich habe gerade eine abgefahrene Idee. Zeit für einen Streich. Hey, was ist das? Ich gebe einfach was von der Soße genau hier hin. Was meinst du? Ich sehe gar nichts. Oh, naja, da war ein süßer Hund, aber jetzt ist er weg. Hey, was zum Teufel? Vogelkacke? Warte, ich kümmere mich drum. Nein! Was machst du denn da? Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Ich glaube, mir wird gleich schlecht. Beruhig dich, das war ein Trick. Das ist nur Soße. Oh, zum Glück, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Das ist ein ziemlich guter Streich. Hier, noch mehr Soße für dich. Naja, kein Problem, ich mache einfach so. Oh, Zeit für eine Toilettenpause. Ach, komm schon, ich muss auf die Toilette. Was? Was willst du denn? Oh, du bist schon ewig da drin. Mann! Oh, ich liebe diese Zeitschrift. Die ist echt fantastisch. Was? Mann, das soll ja wohl ein Witz sein. Boah, Luna hat das Klopapier aufgebraucht und die Rolle nicht ersetzt. Weißt du was? Das bringt mich auf eine gute Idee. Zeit für eine kleine Toilettenrache. Schritt 1. Frischhaltefolie auf der Toilettenschüssel. Wichtig ist, dass genug davon da ist. Nächster Schritt. Schokoladenaufstrich. Oh, so lecker. Allerdings nicht so lecker, wenn ich ihn auf der Plastikfolie verteile. Oh, schau dir diese Schokoladenherrlichkeit an. Ausgezeichnet. Die wird total ausflippen. Jetzt muss ich nur noch warten. Oh, ich bin
bin so müde. Oh, der Morgen ist hart, aber ich habe wenigstens gut geschlafen. Oh, sie ist im Bad. Ah! Jo, was ist das denn? Die ist drauf reingefallen, die flippt total aus. Warte mal, warum steht denn da ein leeres Nutella-Glas? Ah, verdächtig. Ah, der spielt mir einen Streich. Na, dieses Spiel kann noch zwei spielen. Ich hab dich voll erwischt, du hast so laut geschrien. Ja, du hast mich voll erwischt. High five. Was? Boah, das ist ja ekelhaft. Okay, du hast es mir eingezahlt. Ich muss das jetzt abwaschen. Yay, neue Einkäufe. Ich liebe es, wenn unsere Vorräte wieder aufgefüllt sind. Oh, Mann, ich falle. Au. Worüber bin ich denn da gestolpert? Oh, Kevins Schuhe sind überall auf dem Boden verteilt. Dem muss ich meine Lektion erteilen. Mal sehen. Sein Basecap ist da drüben. Ja? Ich denke, das könnte klappen. Ich brauche ein bisschen Klebeband. Da klebe ich eine Hälfte an die Wand und die andere an den Becher. Perfekt. Das hält ihn an Ort und Stelle. Jetzt das Kakaopulver rein. Ich mache den ganzen Becher voll. Ja, perfekt. Ich halte den Becher fest und hänge seine Basecap drüber. Ja, der kann den Becher unter dem Cap nicht sehen. Ich sollte schon mal meine Kamera bereithalten. Oder kommt er? Ja, kaum zu fassen. Er kickt die Schuhe einfach zur Seite. Gleich geht's los. Der schnappt sich sein Basecap. Und da kommt's. Mann, was zum Teufel? Du, ich sehe dich da drüben. Du warst das. Okay, Waffenstillstand. Komm raus. Ich? Ja, ich denke, ich kann. Haha, sehr lustig. Aber lass uns mit deinem Erfolg angeben. Komm her, wir machen ein Selfie zusammen. Ein Hoch auf die Streichkriege. Boah, Mann, du hast mich damit vollgeschmiert. Ja, ich schätze, das war meine kleine Rache. Boah, sind wir albern. Ich liebe warmen Tee am Morgen. Oh, der war gut. Ich stelle die Tasse erstmal in die Spüle. Schauen wir mal. Ah, die passt genau hier rein. Vielleicht sollte ich sie abwaschen. Ach nee, das ist schon in Ordnung. Oh, super, eine neue Packung Kakaopulver. Der wird gut. Ich brauche nur eine Tasse. Warte. Ey, was zum Teufel? Mann, schau dir alles Geschirr an. Und alle Tassen stehen schmutzig in der Spüle. Boah, ekelhaft. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Ja, das bedeutet, es ist Zeit für einen neuen Streich. Ich brauche diese Tasse und ich brauche Joghurt. Einen abgelaufenen Joghurt. Und in die Tasse damit. Als nächstes Ketchup und Senf. Perfekt. Ja, schön eklig. Jetzt zum Papier. Ich muss es schnell umdrehen, damit nicht zu viel verschüttet wird. Super. Jetzt ziehe ich das Papier einfach weg. Brauche ein bisschen Schlagsahne, damit das auch überzeugend ist. Sehr gut. Mit Streusel sieht es noch schöner aus. Luna, komm mal bitte her. Schau, ich habe dir eine Tasse heiße Schokolade gemacht. Oh, vielen Dank. Boah, das sieht gut aus. Ich werde die einfach mitnehmen. Ja, du bist total drauf reingefallen. Was? Mann, wo ist denn der Kakao? Ja, da gibt's keinen, denn alle Tassen sind in der Spüle. Oh, das war ein Streich? Okay, gut, ich wasche das Geschirr ab. Oh, was für ein anstrengender Tag. Mann, bin ich froh, dass ich zu Hause bin. Ich muss mich ein bisschen entspannen. Oh, sieht aus, als wäre ich allein. Zeit für mein Geheimversteck. Das wird mir helfen, mich besser zu fühlen. Oh, verdammt.
Verdammt, was soll das denn? Das sind ja nur noch Verpackungen. Wo sind denn meine Süßigkeiten? Oh ne, kommt, schnell weg damit. Und dann dachte ich, wir könnten später auf den Platz gehen. Puh, das war ganz schön knapp. Der hätte fast meine Box gesehen. Hey, wie geht's? Ach, gut. Warte mal, ist das Schokolade an seinem Mund? Kevin, suchst du das hier? Boah, das ist Schokolade an seinem Mund. Der hat meinen geheimen Süßigkeitsvorrat aufgegessen. Oh, dieser kleine Dieb. Dafür muss er definitiv leiden. Ich brauche eine Cupcake-Form und Schlagsahne. Ich beginne mit ein bisschen Schlagsahne am Boden. Jetzt kommt ein ganzes Ei in die Form. Zurück zur Schlagsahne. Ich muss das Ei damit bedecken. Perfekt, der Anfang eines Meisterwerks. Mit ein bisschen Kakaopulver sieht es noch schöner aus. Boah, der wird nichts merken, dass das kein normaler Cupcake ist. Das wird ein epischer Streich. Und Kevin, willst du diesen Cupcake? Für mich? Natürlich nehme ich den. Boah, der sieht toll aus. Boah, was zur Hölle? Mann, was ist das denn? Ekelhaft, das ist ja ein rohes Ei. Warum hast du das denn gemacht? Ach, ich weiß nicht. Vielleicht, weil du meine ganzen Süßigkeiten aufgegessen hast? Okay, du hast mich erwischt. Kann ich jetzt gehen? Iss niemals den geheimen Süßigkeitenvorrat eines Mädchens. Zeit, mich an die Arbeit zu machen. Wir haben hier einen weiteren Defekt. Ach, in den Müll damit. Und was haben wir hier? Ah, der T-1000. Ich habe viel Gutes über diese Roboter gehört. Sie sind der letzte Schrei in Sachen Babysitter-Technologie. Und hoch mit dir. Ich bereite euch mal für den Einsatz vor. Und raus mit euch aus der Verpackung. Das könnte wehtun. Nur noch ein bisschen. So weit, so gut. Okay, dann installieren wir mal die Firmware. Das sollte ganz einfach gehen. Fangen wir mal mit dem weiblichen Modell an. Sie scheint reaktionsfähig zu sein. Mein Name ist Molly. Hervorragend. Und nun zum männlichen Modell. Oh, das dauert ja ewig. Wenigstens habe ich starken Kaffee. Oh, das ist nicht gut. Hallo? Hallo, hallo. Backup-Protokoll aktivieren. Was geht, Nerd? Dann ziehen wir euch mal an. Gott, sehe ich hübsch aus. Oh yeah, das ist schon besser. Ein riesiger Marshmallow. Nein, nein, iss mich nicht. Nein, hör auf. Puh, das war wirklich knapp. Aber er braucht einen kuscheligen Freund. Das hilft beim Schlafen. Ich deck dich wieder zu. Moment. Schon besser. Was hat er gemacht? Echt? Oh, den Film habe ich auch gesehen. Echt gruselig. Hä? Das Glas? Es ist voll komisch. Wow, Obst. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Danke, Roboterfrau. Du bist die Beste. Oh nein, oh nein. Oh, das wird knapp. Phew. Ah, schon viel besser. Oh oh, da haben wir wohl ein Problem. Warum passiert mir sowas immer? Oh, danke, geheimnisvolle Hand. Moment. Hallo, du machst das toll. Dann lass ich dich mal machen. Okay, mal was anderes. Hallo, was war das denn? Lass uns spielen. Ah! Molly, rette mich. Was ist denn hier los? Da ist ein Monster unterm Bett. Ein Monster? Wirklich? Nicht unter meiner Aufsicht. Sei vorsichtig, er sieht ziemlich gruselig aus. Oh, nein, nein, lass los. Oh nein, Mami, bitte nein. Es ist nun alles in Ordnung. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin gleich wieder da. Er wird dich nicht mehr stören. Nie mehr. Und nun versuch etwas zu schlafen. Du brauchst einen Schönheitsschlaf. Süße Träume. Wow, ich liebe dieses Spiel. Hey, möchtest du spielen? Du kannst die Puppe sein. Ich hab zu tun, Kind. Na gut, du verpasst was. La 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 la. Au!
typisch. Das ist mega nervig. Jared sollte öfters mal aufräumen. Hä? Ich steck fest. Was war das denn gerade? Oh nein, das ist nicht gut. Nasse Farbe. Das heißt, mein Kleid ist ruiniert. Das ist so unfair. Wow! Au! Hey, kannst du mal leiser sein? Ihr geht's bestimmt gut. Autsch! Das tat wirklich weh gerade. Ah, meine Hand! Wer tut denn einen Kaktus dahin? Oh. Autsch! Oh, mein Kopf! Warum passiert mir immer sowas? Nein, nicht das! Ernsthaft? Kann ich nicht auch mal Zeit für mich haben? Ich sehe alles verschwommen. Wahrscheinlich sollte ich was unternehmen. Zum Glück habe ich ja ein Pflaster. Alles, was ich will, ist ein ruhiger Tag, okay? Nicht bewegen. So ist es gut. Schon besser. Oh, danke. Ich tue nur, was ich tun muss. Okay, zurück zum Spiel. Ich bin echt gut da drin. Sollst du nicht eigentlich auf mich aufpassen? Ich glaube, ich habe da eine Beule. Jared? Na gut. Her mit der Puppe. Guck mal, ich bin eine blöde Puppe. Yay! Putzen ist total entspannend. Molly, Molly! Komm, wir spielen ein Spiel. Versuch du mich zu finden, dann zähl los! Wie gut, dass ich multitasking kann. Wo kann ich mich denn verstecken? Ah, ich weiß, hinter der Couch. Hier wird sie mich niemals finden. Ich bin so gut im Verstecken. So viel Staub hier. Oh, er gibt wirklich sein Bestes. Wo bist du? Vielleicht hier? Oh, ich gehe mal lieber woanders hin. Das gibt mir Zeit zum Aufräumen. Ich bin so clever. Hm, wo ist der nur? Das ist das perfekte Versteck. Wow, das ist ja richtig hügelig hier. Sie hat keine Ahnung. Sie ist weg. Zeit, dass ich woanders hingehe. Aber wohin? Aha, das ist perfekt. Ich kann ihn ja nirgendwo finden. So ein guter Junge. Wo bist du? Ich gieße mal lieber die Pflanzen. Hey, ich habe heute schon geduscht. Das sollte genügen. Ach, ich brauche eine Pause. Alles sieht super sauber aus. Aber ich weiß immer noch nicht, wo er ist. Haha, hier bin ich. Das hat voll Spaß gemacht. Ich war hinter der Pflanze. Ach, was für ein Leben. Hey, Jared, spiel mir Verstecken. Bitte. Nope, hau ab. Du bist so gemein. Du sollst doch lieb zu mir sein. Okay, los, versteck dich. Okay, wo kann ich mich verstecken? Hier ist gut. Vielleicht doch nicht. Oh, da drüben. Das ist schon viel besser. Und nun warten wir. Müssen wir das wirklich tun? Okay, ich komme. Wo bist du? Ich setz mich einfach hier hin. Er ist so nah. Denkt ihr eigentlich, ich bin dumm oder so? Hä? Hat der gerade mein Kätzchen weggeschmissen? Oh, da bist du ja. Nochmal. Eins, zwei. Ich muss nachdenken. Hab vergessen zu spülen. Ah, der Wäschekorb. Das ist das perfekte Versteck. Ich muss schön ruhig bleiben jetzt. Oh, das ist so langweilig. Muss das denn sein? Ich kann ihn hören. Du musst dir echt keine Mühe geben. Wie hat er mich gefunden? Hey, ich war überzeugt, dass du mich nicht finden würdest. Was soll ich sagen? Ich bin einfach zu gut. So, ich bin jetzt dran. Du musst mich finden. Okay, gut. Viel Glück. Bin bereit. Los geht's. Wo ist er denn? Ah, ich weiß. Vielleicht ist er hinter der Couch. Ich muss nachdenken. Wo könnte er sein? Ich hab's. Naja, eher nicht. Ich muss doch mal nachdenken. Wow, er ist echt gut. Jared! So erfrischend. Molly? Gut, sie ist nicht hier. Ich brauche einen Snack. Genau, was ich brauche. Her mit euch. Wow, einfach nur wunderbar.
Hä? Was war das? Ach, wahrscheinlich nichts. Wo sind die Süßigkeiten hin? Ah! Du kennst die Regeln. Keine Süßigkeiten. Das kommt wieder weg. Aber dort wird's nichts helfen. Oh, ich weiß. Ich brauche etwas aus dem Kühlschrank. Dieser Container mit Mayo reicht aus. Ich muss ihn nur leer machen. Wunderbar. Und nun brauche ich weiße Sprühfarbe. Das sieht sehr gut aus. Ich fülle die Flasche mit Süßigkeiten. Hier drin wird er niemals suchen. Er hasst Mayo. Das war's. Ich schraube den Deckel wieder drauf. Unfaire Methode, aber es muss einfach sein. Das ist perfekt. Und nun sind die Süßigkeiten sicher. Das denkt sie wohl. Hä? Das Süßigkeitenglas ist ja leer. Die müssen doch hier irgendwo sein. Im Kühlschrank. Ich weiß, dass sie nicht weit weg sind. Was ist das denn? Mayo? Igitt. Widerlich. Ich kann die Süßigkeiten nirgendwo finden. Sieht aus, als müsste es wieder langweiliges Obst sein. Diese Videospiele machen echt hungrig. Oh, das ist gut. Das war's. Nicht mehr drin? Hier muss es doch irgendwas zu essen geben. Was ist denn hier drin? Oh, Süßigkeiten. Schon viel besser. Das wird mir schmecken. Ich liebe Süßigkeiten und das gehört alles mir. Sind das Süßigkeiten? Her damit! Hä, wie hast du das denn geschafft? Nein, die gehören mir. Schön teilen. Darf ich ein paar bitte? Wenn du mich dann in Ruhe lässt. Aber nur einen. Oh, echt jetzt? Du bist echt gierig. Hier. Glücklich. Wow, danke. Woohoo! Vielleicht bekomme ich ja jetzt was Ruhe. Darf ich noch was? Oh, du bist echt nervig. Aber das war's dann, okay? So lecker. Ich könnte das den ganzen Tag essen. Viel besser als Gemüse. So gut. Echt lecker. Ich bin so voll. Ich glaube, das war viel zu viel des Guten. Wir haben alles aufgegessen. Wir brauchen noch mehr. Gute Idee. Schauen wir mal nach. Wo versteckt deine Mutter die anderen Süßigkeiten? Hier vielleicht. Irgendwo muss noch was sein. Hier ist nichts. Sieht nicht besonders gut aus. Was ist das? Jared, schau mal. Ah, natürlich. Das ist bestimmt ein geheimer Süßigkeitenvorrat. Hab ihn. Schauen wir mal rein. Wie spannend. Da haben wir es. Jackpot. Ich wusste es. Bis dann. Wo willst du hin? Mal sehen. Okay, hier, Pika. Du willst das nicht? Aber das ist gut für dich. Hier kommt das Flugzeug. Es ist im Landeanflug. Wirklich? Auf keinen Fall. So stur. Nicht schlecht. Probier's doch mal, okay? Halt still. Bäh. Ach du meine Güte. Mach deinen Mund auf. Wow, was machst du da? Hör auf! Ha-chii! Oh, du steckst in Schwierigkeiten, Kleiner. Wirklich? Und was machst du jetzt? Okay, ich habe eine Idee. Dem habe ich's gezeigt. Hey, was ist das da oben? Das sind diese ekligen Haferflocken. Komm und hol's dir. Ekelhaft. Ach, das klappt nicht. Und jetzt? Das arme Ding muss doch was essen. Moment mal. Das ist es. Ja, natürlich. Siehst du diese Schnur? Die kommt hier an die Mütze ran. Und jetzt zeige ich's diesem bösen Buben. Dieser Vater ist nicht zum Spielen da. Schau auf den Ball. Ja, behalte ihn im Auge. Aha, genau so. Lecker. Ja, ich hab's geschafft. Dann bleiben wir am Ball. So ist's gut. Weit aufmachen. Wir sollten gehen. Es gießt in Strömen. Alles okay? Frierst du? Ich?
Mir ist ein bisschen kalt. Du fühlst dich krank, was? Der Saft wird dir helfen. Da ist Vitamin C drin. Oh nein, er wird in die Luft gehen. Ich weiß, es wird passieren. Oh nein, ich falle. Das war heftig. Entschuldige bitte. Phew, ich habe nicht gekleckert. Aber das Licht ist aus. Ich check mal mein Handy. Oh oh, mein Akku ist alle. Jetzt sind wir in Schwierigkeiten. Oh, ist doch kein Problem. Warte, ich krieg das hin. Okay. Wow, der Akku lädt. Wow, das ist fantastisch. Da muss noch mehr Saft drauf. Ich habe eine Idee. Warte, lass mich nicht alleine. Alex? Ich hab's. Ich brauch die. Und die hier auch. Noch eine. Ich nehme alle Glühbirnen, die ich finde. Hey, Pika, schau mal. Los geht's. Yeah. Okay, alle sind am Platz. Pika, mach schon, mach schon. Yes. Gut gemacht. Eine Sache noch. Lass uns deinen Akku aufladen. Du liebst es, deine Freunde zu überraschen? Dann wirst du die folgenden Streiche lieben. Solange du der Scherzkeks bist und nicht der Adressat. Oh, nur noch eine Stunde bis zum Mittagessen. War das Jared? Genau, ja, Kevin wird gleich sowas von verarscht. Still und leise. Oh Mann. Puh. Nur noch ein Schritt. Jetzt ist Showtime. Wow. Ist das dein Arm, Bro? Wie konnte das passieren? Gib ihn zurück, Jared. Ich brauch den noch. Hey, Jared. Bist du okay, Kumpel? Mir geht's gut, siehst du? Das war nur ein Streich. Ich helf dir auf. Oh Mann, sau gut. Lass ihn uns von jemand anderem ausprobieren. Psst. Kevin. Los, los, los. Alles klar. Jetzt wird's klebrig. Nur ein Klecks auf den Schreibtisch. Und die Tasse steht für immer hier. Die wird bombenfest kleben. Superkleber natürlich. Alles ist bereit. Und los geht's. Puh. Ihr Kinder habt doch nichts angestellt, oder? Nö. Gut. Also, wo war ich? Es ist soweit. Ich verstehe das nicht. Komm schon. Hoch mit dir. Ich kann sie nicht hochheben. Das war's. Oh oh. Jetzt hat meine Superkraft zu bündeln. Oh yeah. Das ist lecker. Und wie gefällt euch das? Ja, damit habe ich definitiv nicht gerechnet. Luftballons sind der beste Freund eines Scherzbolls. Oh, er kommt. Setz dich hier hin, okay? Ja, danke. Nein! Oh, mein Mittagessen! Was um alles in der Welt ist denn passiert? Jared? Entspann dich mal, das war lustig. Schon alle? Ich bin gleich wieder da. Wie soll ich das denn jetzt essen? Ja, Luftballons sind also Jareds Waffe der Wahl, ja? Dieses Spiel können zwei spielen.
Ne, die brauche ich nicht. Passt gut. Siehst du? Und mit den richtigen Soßen merkt er nie, dass die nicht echt ist. Mal sehen, wie ihm das gefällt. Neue Limo, neuer Mann. Was? Was war denn das für ein Hotdog? Ich kann einfach keine Miene verziehen. Boah, das war so witzig, oder? Wie hat sie denn da überhaupt reingepasst? Ihr Kinder denkt, ihr seid clever, ja? Nicht in meinem Klassenzimmer, verstanden? Boah, was für eine Spaßbremse. Eines Tages werden mir diese Kinder danken. Einfach abwarten. Boah, das ist schwer. Kevin, der Lehrer ist noch gelangweilter als wir. Sollen wir? Oh ja, Zeit für Lippenstift. So gut. Los geht's. Wir müssen super leise sein. Boah, der schläft tief und fest, hm? Oh, nee. Du gehst auf die andere Seite. Vorsichtig. Wir brauchen nur ein paar Striche. Ich wette, das kitzelt. Okay, leg jetzt deinen Kopf zurück. Perfekt. Ja, sehr gut. Komm. Wir sind Genies. Kommt jetzt zur Ruhe. Was schaut ihr zwei denn so? Ihr solltet knietief in Testfragen stecken. Wird cool, wird cool. Was geht, Nerd? Meine Gleichungen. Na und, Mann, du nimmst Dinge viel zu ernst. Ups. Danke. Ja, nicht gern geschehen. So unhöflich. Na. Ja, nur meine Spielzeugkakerlake. Ich sollte mal meine Freundin vorstellen. Die wird ihn zurechtweisen. Und los geht's. Na, was ist denn das? Oh, das kann ja nicht so schlimm sein. Sie kommt raus. Oh Gott. Bonnie, wie groß ist die denn? Lass sie nicht los, ich flehe dich an. Oh, die wird mich lebendig auffressen. Stirb, Kakerlake, stirb. Ich muss hier weg. Du musst mich retten, Kumpel. Also gut, hat jemand Lust, sich dran zu versuchen? Yikes. Schau nicht zu uns. Nein, bitte nicht. Ich kann mit dieser Art von Druck nicht umgehen. Ich kann nicht. Oh, Jared. Ich. Oh, sorry, Bro. Bitteschön. Aha. Mal sehen. Oh, oh. Ja, ich glaube, die Tinte ist leer. Oh, dann nimm einen von diesen. Na, ist das nicht praktisch. Dann versuche ich es wohl nochmal. Psst, Kevin. Los. Hilfe. Ich sterbe hier vorne. Hier, nimm die. Was? Eine Orange? Fun. Ups. Und jetzt? Wow, wie die springt. Irgendwie im Rhythmus. Rock on, Orange. Aber, was soll ich denn damit machen? Aufmachen und einreiben. Aufmachen und einreiben. Gut, dass die so saftig ist.
Oh, meine Arme sind schon ganz müde. Und jetzt? Frau Howard? Die schreiben alle nicht. Sehen Sie? Der ist definitiv auch leer. Lass mich mal sehen. Der schreibt nicht? Merkwürdig. Okay, setz dich. Oh, du hast meinen Arsch gerettet. Hey, Jungs. Ich schalte jetzt auf Kreide um. Nein. Also, sagte ich? Nee, ich bin nicht dumm. Hey! Danke fürs Teilen, Alter. Du hast nicht mal gefragt. Der hat vielleicht Nerven. Oh, ich hab solche Angst. Ist okay, Kevin. Ich mach das schon. Niemand legt sich mit meinem Freund an. Sophia? Ich hab Pläne mit diesem Typen. Ich kapier's nicht. Sophia? Ja, schöne Turnschuhe hast du. Viel Spaß beim Weggehen. Wenn du an der Tischdecke hängst. Genial. Wo warst du? Oh, endlich. Schau dir das an. Hey, was sagst du zu einem Rennen? Lauf. Hey, meine Mütze. Bleib stehen. Oh. Hä? Was ist da passiert? Riecht es etwa? Ja, das war wohl ein Partyfoul, Alter. Viel Glück beim nächsten Mal. Und ich dachte mir, auf keinen Fall. Aber dann habe ich geschnallt, dass es ein Witz war. Telefoniert sie etwa? Luna! Ich telefoniere, Mensch. Damit kommt sie nicht durch. Du hängst an deinem Telefon und jetzt hängst du auch am Tisch. Genial. Ich tauche besser wieder auf. Phew. Hey. Was? Nur noch eine Minute. Sie nimmt den Tisch mit. Und auch unser Mittagessen. Oh, schau dir diese Sauerei an. Oh, das ist so peinlich. Das sollte dich lehren, auch mal dein Handy wegzulegen. Gut gemacht, Lizzie. Damit liegst du in Führung. Mmh. Doppelte Schokolade ist genau das Richtige. Wer braucht schon einen Löffel, oder? Das sieht irgendwie vertraut aus. Zeit für einen Streich. Wovor ekelt sich jeder? Der Kot deines Haustieres natürlich. Schau, was du gemacht hast, kleiner Kerl. Du hast dein Katzenklo aus einem bestimmten Grund. Die Szene ist bereit. Was ist passiert? Bist du okay? Siehst du das? Oh, ich glaube, ich muss kotzen. Lass uns das sauber machen. Ach, Unfälle passieren eben. Nimm das hier. Ganz schön eklig, oder? Dieses Stück ist ziemlich groß. So gut. Luna, isst du Katzenkacke? Oh, kann nicht zusehen. Darf nicht kotzen. Oh Gott, warum tust du das? Ah, der Lieblingsplatz eines jeden Foodies. Der Supermarkt. Wie entscheiden wir, was wir brauchen? Ich habe eine Liste. Oh, vielleicht habe ich mich hinreißen lassen. Lass uns teilen und ausschwärmen. Also gut. Wo ist denn Milch? Ah, sorry. Käse, Milch, Eier. Wow. Ich bin so ein Trampel. Nichts verschüttet, oder? Moment mal. Ich habe eine Idee.
Nur noch ein paar Dinge. Was fehlt noch? Frühstücksflocken? Welche soll ich nehmen? Das sieht gut aus. Bist du dir da sicher, kleines Mädchen? Du weißt, dass du Schokolade willst. Bitte tu mir nicht weh. Ich habe noch so viel vor im Leben. Luna! Woher kennst du meinen Namen? Bist du das, Lizzie? Du willst spielen? Na dann los. Sie ist total drauf reingefallen, hä? Überraschung! Was ist passiert? Habe ich sie zu Tode erschreckt? Volltreffer. Das war zu einfach. Lizzie? Gut gespielt, Mädels. Luna hat die Nase vorn. Essen zu teilen ist eine großartige Ausrede für ein gutes Gespräch. Oh, cool. Hey, pass auf, wie du dein Eis hältst. Oh nein, geht in Deckung, Leute. Eisspritze unterwegs. Luna, schau, was du getan hast. Sorry, ich spreche mit meinen Händen. So viel zu meinem neuen Outfit. Ich denke, ich kann es auswaschen. Oder ich habe zuerst ein bisschen Spaß. Nimm ein Stück Seife und schieb einen Eisstiel rein. Schmelze ein paar Schokotaler. Und dann eintauchen. Achte darauf, dass sie komplett bedeckt ist. Sieht echt aus, oder? Oh, Luna! Welches ist welches? Ich kann es nicht mal erkennen. Hier, für dich. Danke. Was für ein Geschmack ist das? Das ist ja furchtbar. Runter von meiner Zunge. Das war witzig. Meins ist aber echt. Und es ist unentschieden. Das Mittagessen ist da. Nudeln. Die sehen gut aus. Ein bisschen trocken. gibst du mir das Ketchup? Danke. Ach, nur um sicher zu gehen. Juh, kein Streich. Ich bin heute super durstig. Ah, perfekt. Keine Tricks, oder? Oh, das würde ich nie wagen. Oder doch? Wow! Ich habe hier einen Geysir. Das hört nicht auf. Ich kann kaum noch atmen. Warst du das? Das kam nicht gut an. Aber es hat Luna einen weiteren Punkt gebracht. Wuhu! Putzen ist schöner, wenn man dazu tanzen kann. Putztag. Lizzie ist total abgelenkt. Wow! Ich bin gerade um 10 Jahre gealtert. So. Luna? Ich muss mich verhört haben. Immer noch abgelenkt? Perfekt. Das ist meine Chance. Ist sie hier drin? Ich bin so nervös. Das ist perfekt. Leere zuerst die Flasche. Dann gieße blaue Cola ein. Sieht ziemlich lecker aus, nicht wahr? Auf geht's zum Putzen. Warte, höre ich Luna? Jetzt wird es Zeit. Schnell! Sie ist ziemlich ruhig da drin. Es kann losgehen. Leise. Sie sieht mich nicht mal. Lizzie, du weißt, dass das giftig ist, oder? Das ist Glasreiniger. Ich denke, das ist nicht schlimm. Das ist nur Cola, siehst du? Und du hast mich wieder erwischt. Oh yeah.
Oh ja, hab dich. 3-3, Baby. Und es ist ein Unentschieden, meine Damen und Herren. Freunde, die sich gegenseitig Streiche spielen, bleiben Freunde. Liebst du es auch, einen guten Streich zu spielen? Dann hast du hoffentlich ein paar witzige Ideen in diesem Video gesehen. Vergiss nicht, es mit deinen Freunden zu teilen. Hast du die schon gesehen? Abonniere unseren Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Die sehen eitastisch aus. Ha, ich sollte Komikerin werden. Ha, ist da jemand an der Tür? Ich muss nachsehen. Endlich ist sie weg. Jetzt wird's lustig. Das wird super. Ich habe an meinen Skills gearbeitet. Wow, die sehen echt realistisch aus. Manchmal überrasche ich mich selbst. Jetzt zum alten Wechseltrick. Ich lege die echten neben die Zeichnung. Hey Luna, willst du mal probieren? Klar. Ich probiere die mal. Hey, das ist nur ein Bild. Reingelegt. Das sind die echten Eier und die gehören mir. Lecker. Das ist unfair. Was für ein charmanter Lieferant. Warte mal. Wo sind meine Eier? Da stehen die Eierdiebe. Oh oh, erwischt. Mir bleibt nur eins übrig. Oma, nein. Was ist gerade passiert? Ist Oma eine Hexe? Also, ihr malt gerne was? Dann kommt jetzt eure Kunst-Challenge. Soll das ein Witz sein? Tja, Oma ist endlich verrückt geworden. Ha? Aha! So ist es besser. Haha, wartet kurz. Gebt mir eine Sekunde. Können wir das beschleunigen? Oh, jetzt kann ich sprechen. Es wird Zeit für die erste Challenge. Zeichnet einen niedlichen Teddy. Wirklich? Wow, ist doch voll lahm. Das wird einfach. Guck ihn dir an. Ein bezaubernder Teddybär. Warte, der ist nicht gut. Dieser Bär wandert in den Müll. Versucht mir's nochmal. Das ist gar nicht so übel. Sieht nicht besonders süß aus. Den kann ich Oma nicht geben. Sie wird sich erschrecken. Was mache ich jetzt? Ist schwieriger, als ich dachte. Warte mal, ich hab's. Ich nutze meinen magischen Knopf. Hoffe, das klappt. Bitte, bitte, bitte. Wow, guck dir den an. Ein mystischer Stift. Der ist wunderbar. Guck dir all die Farben an. Und los geht's. Ich zeichne kleine Spiralen. Genauso. Und die werden mehrfarbig. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Die Arme sind fertig. Jetzt kommt der Rest des Körpers. Warte, bis Oma den sieht. Sie wird überrascht sein. Aber der muss perfekt werden. Der sieht schön flauschig aus. Jetzt kommt das Gesicht. Mit einem breiten Lächeln. Das ist ein glücklicher Bär. Und er hält ein Herz. Besser geht's nicht. Jetzt male ich das Herz aus. Das macht mich glücklich. Ich hätte auch gerne so einen Teddy. Oma, ich bin fertig. Hä? Was war das? Annie, hör auf damit! Sch, ich muss mich konzentrieren. Die Blätter schneiden sich nicht von selbst. Wir sollten eigentlich zeichnen. Was machst du da? Das willst du gerne wissen, was? Ist ein Geheimnis. Genau, was ich brauche. Jetzt kann ich loslegen. Ich brauche Kleber. Den klebe ich aufs Blatt. Da kommt noch ein Kreis drauf. Das ist ein Auge meines Bären. Aber er braucht noch eins. Das kommt hier hin. So weit, so gut. Das wird sein Mund. Da muss noch Kleber drauf. Jetzt klebe ich Zähne an. Messerscharfe Zähne. Das ist lustig. Das ist kein gewöhnlicher Bär. Er bekommt pinke Hörner. Wow, guck dir das an. Ein Meisterwerk. Picasso wäre stolz. Warte, da fehlt noch was. Ich werd's einrahmen. Jetzt kann es in einer Galerie hängen. Ich bin fertig. Hä? Das ist ein Bär? Was? Oh, ihr seid fertig. Lasst mal sehen. Ah, sie sind anders. Schätze, ihr habt beide gewonnen. Gut gemacht. Soll das ein Scherz sein? Ich find's gut. Ein paar Schattierungen hier, ein Schatten da. Sie weiß, dass wir hier sind, oder? Ich glaub nicht. Ich denke, es ist fertig. Hier ist die nächste Challenge. Ein glamouröses Kleid. Hm? Wo sind denn die Blätter? Was wollt ihr? Oh, stimmt. Ich mach schon. Hier habt ihr.
Was? Nein! Wie hat sie das gemacht? Mehr bekomme ich nicht? Ich habe so viele Ideen. Aber zuerst trinke ich meine Limo aus. Oh, ich habe zu viel getrunken. Ich muss aufs Klo. Das ist ein Notfall. Oh, na gut. Aber beeil dich. Danke, Oma. Wo will sie hin? Doch egal. Was soll ich machen? Warte mal. Vielleicht habe ich hier was drin. Ich muss die mal ausmisten. Ist das eine Wanze? Die ist ja süß. Gucci-Gu. Du kannst mein neues Haustier sein. Oh, das war gut. Ekliges Ungeziefer. Hey, sein Name ist Frank. Er ist sehr sensibel wegen seines Aussehens. Das ist so ekelhaft. Sei nicht so gemein. Ist das Klopapier? Ist das die neueste Mode? Oh, wie peinlich. Hör auf zu lachen. Das passiert jeden Mal. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Ich werde das nehmen. Ja, das könnte klappen. Ich versuch's. Zuerst falte ich das Klopapier. Genauso. Jetzt brauche ich den Klebestift. Ich reibe den über die Taille des Models. Jetzt klebe ich das Klopapier an. Ich mache Falten rein. Einmal die Taille entlang. Das sieht toll aus. Aber es geht noch besser. Ich schneide Kreise aus dem Klopapier aus. Noch sehen die nach nichts aus. Aber gleich nicht mehr. Ich brauche nur diesen Bleistift. Ich platziere den Radiergummi auf dem Kreis. Schön mittig. Und dann drehe ich ihn. Damit reibe ich am Klebestift. Und dann klebe ich das aufs Kleid. Die sehen aus wie Rosen. Eine stecke ich dem Model ins Haar. Das sieht schick aus. Sie gehört auf den Laufsteg. Und noch etwas Glanz dazu. Perlen kann man nie genug haben. Wow, das ist so stylisch. Ich muss das Oma zeigen. Hoffe, es gefällt ihr. Wow, beeindruckend. Wie kann ich das schlagen? Ah, ich weiß. Frank wird mir helfen. Keine Bange, der ist nicht echt. Der kommt hier hin. Dann noch seine Kumpels. Das wird eine ganz neue Art von Kleid. Aber trotzdem modeschick. Wow, gefällt mir. Mutter Natur wäre stolz auf mich. Also, ich würde das tragen. Hey, Oma. Guck dir das an. Was zum... Das ist ein echtes Kleid. Wow, ihr seid beide sehr talentiert. Annis Kleid ist interessant. Sind das Wanzen? Oh je. Okay, jetzt zu Lunas. So schick. Das ist wunderschön. Luna ist die Gewinnerin. Was? Juhu! Ernsthaft? Nene! Mir ist so langweilig. Machst du Witze? Es ist Snacktime. Machen wir es interessanter. Alihop, im Anflug. Hab's. Ich weiß, ziemlich beeindruckend. Kannst du das auch? Ich bitte dich, das kann ich sogar mit geschlossenen Augen. Zieh's dir rein. Das ist beeindruckend. Ugh, mein Auge. Was hast du eben gesagt? Üb mal schön weiter. Irgendwann klappt's. Ahem. Malt jetzt bitte einen Regenbogen. Und der sollte gut werden. Ich liebe Regenbögen. Ich habe gar keine Farben. Und wer lacht jetzt? Ich will gleich loslegen. Die haben sowas Magisches an sich. Was machst du da? Voll der Nerd. Annie, worauf wartest du noch? Fang an. Wenn ich muss. Aber ich mag nur schwarz. Bringen wir es hinter uns. Sie will einen Regenbogen? Dann bekommt sie einen. Das wird der beste Regenbogen aller Zeiten. Bin fertig. Hoffe, ich konnte seine Schönheit zum Ausdruck bringen. Gefällt er Ihnen? Oh, wir haben einen kleinen Van Gogh in der Klasse. Wie läuft's bei dir, Annie? Tada! Schon gut, du musst nicht applaudieren. Du hast schon mal einen Regenbogen gesehen, oder? Oh, dieser Unterricht ist so dumm. Und das halte ich von Ihrem Regenbogen. Moment mal, gib mir die Stifte. Ich ordne sie nach den Regenbogenfarben an. Dann brauche ich meine Klebepistole. Ich klebe die Stifte einfach zusammen. Muss noch warten, bis der Kleber hart ist. Und jetzt kann's losgehen. Ich male mit den Stiften einfach übers Blatt. Und schon habe ich einen Regenbogen. Der sieht sogar gut aus. Die Farben vermischen sich. So einfach kann Malen sein. Okay, das war's. Aber fertig bin ich noch nicht. Ich habe mit Schwarz einen Regenbogen auf die Plastikhülle gemalt. Kein Regenbogen, ein Regenbogen. Ziemlich cool, was? Jetzt ist er da und wieder weg. Oh, da ist er wieder. Das sieht ja aus wie Zauberei. Wow, fantastisch. Dann bin ich ja fertig. Hey, du hast dir ein buntes T-Shirt an. Ich dachte, du magst nur schwarz. Was? Nein, das hast du nicht gesehen. Erzähl das niemandem sonst. Meine Lippen sind versiegelt. Mein Schwarm inspiriert mich.
Ich hoffe sehr, dass er das zu schätzen weiß. Jetzt oder nie. Hey, wie geht's, David? Mal sehen, was sie mir geschrieben hat. Yep, auch ich habe Gefühle. Bleib ruhig, mein Herz. Mal überlegen. Meine Bücher. Sorry, ich helfe dir. Oh, so weich. Aha. Wow. Meine Bücher? Oh, stimmt. Also, ja, danke. Ich glaube, ich bin verliebt. Warte, noch ein Blick. Ja, der Typ hat was. Oh, genau das sage ich ihr. Es gibt doch nichts Schöneres, als deinen Schatz an den Moment zu erinnern, an dem ihr euch das erste Mal gesehen habt. Der komplizierte Teil ist fertig. Nice. Wow. Ich erinnere mich. Wie süß er ist. Hab dich lieb, Baby. Bei einem Kunstprojekt kommt es auch auf die Vorbereitung an. Und die kann etwas chaotisch wirken. Aber egal, machen wir aus der Idee Kunst. Der erste Strich ist immer der beste. Hier ein bisschen Blau. Es entwickelt sich langsam. Oder auch nicht. Das sieht schrecklich aus. Nope. Zum Glück habe ich noch mehr Blätter. Oh, geschmeidig. Das ist ja noch schlimmer als das erste. Oh. Komm schon, konzentrier dich. Das darf doch nicht wahr sein. Warum kriege ich keine dumme Blume hin? Okay. Beruhig dich. Tief einatmen. Ich kann das. Ich bin absolut fähig dazu. Jetzt geht's los. Easy. Achoo! Das war Pech. Aber warte mal. Was für eine interessante Form. Damit kann ich was anfangen. Wenn du deinen Pinsel auf unkonventionelle Art nutzt, kommen einzigartige Designs raus. In meinem Fall sind es Blüten. Wenn du einige fertig hast, male noch grüne Stiele und Blätter dran. Siehst du, wie alles zusammenpasst? Vorsichtige Striche sind wichtig. Du kannst sogar zwei Blüten verbinden. Damit füllst du den Platz auch schön aus. Ich wusste, dass ich das hinbekomme. Wow! Hast du das selbst gemalt? Du kannst es haben, Annie. Ich habe noch andere kreative Sachen zu erledigen. Aber diesmal wähle ich einen ganz anderen Ansatz. Keine Bange, wir bleiben beim Thema Blumen. Siehst du, wie diese Linien die Blätter zum Leben erwecken? Lass dir ruhig Zeit damit. Du kannst auch Gras malen, siehst du? Der nächste Teil wird aber etwas komplizierter, denn wir wollen einzigartige Muster machen. Und zwar mit einem Luftballon. Das war irgendwie schön. Jetzt nutzen wir ihn als Stempel. Und wir bekommen diese lustigen und einzigartigen Blumen. Und die letzte nicht vergessen. Cool, oder? Fantastisch! Wie findest du das? David, wie kommst du nur auf solch schöne Ideen? Dank meines Geheimtools. Oh, das Bild macht richtig gute Laune. Gut genug, um eingerahmt zu werden. Aber warum schon aufhören? Ich brauche nur Inspiration. Richtig. Du hast was gesagt? Oh, Susan, das war nicht nett. Oh, ich weiß nicht. Hey. Meine Blätter. Oh, entschuldige. Ups. Schau, was du gemacht hast. Es ist hin. Hey, soll ich dir mal was zeigen? Hast du schon mal was von einem glücklichen Unfall gehört? Das
Das ist einer. Wow. Darf ich? Klar. Du kannst auch unterschiedliche Größen nehmen. Fantastisch. Machen wir noch mehr drauf. Was glaubst du, wie viele hier drauf passen? So viele, wie du willst. Jetzt wird's verrückt. Du kannst so ziemlich alles nehmen, solange es bunt ist, natürlich. Findest du, es sind jetzt genug? Sieht ziemlich cool aus, stimmt's? Schlag ein, mein kleiner Künstler. Okay, dieser Platz sieht sehr gut aus. Ja? Die Bäume, Natur, was wollt ihr noch? Es geht los. Und ab. Ich weiß nicht. Was? Hey, hör auf, hier rüber zu starren. Als ob. Aber gut, ich stelle mich hier drüben hin. Was könnte ich malen? Bingo! Er sieht bezaubernd aus. Hoffentlich hat David ihn nicht gesehen. Ich habe ihn zuerst gesehen. Aha, möge der beste Vogelzeichner gewinnen. Mit ein paar geschickten Kreisen komme ich dem Ziel näher. Du musst nur wissen, wo du die Linien ziehst. Nice, stimmt's? Und mit etwas Farbe kommt er noch besser zur Geltung. Gelb ist eine fröhliche Farbe, oder? Sie ist perfekt für einen fröhlichen Vogel. Und wie wär's mit etwas Grün? So ein friedlicher Farbton. Und auch etwas Blau, um die Augen zu erfreuen. Zuerst die Ränder ausmalen ist ein guter Tipp. Das rundet die Sache gut ab, oder? Fast fertig. Nur noch ein paar Striche. Und so wird's gemacht, Leute. Ein wahres Meisterwerk. Stimmst du zu? Ja, ich bin zufrieden damit. Was machst du denn? Was denn? Ich brauche eine extra Hand. Du wirst sehen, dass du nicht mehr brauchst als eine Hand. Okay, und ein paar strategisch platzierte Punkte und Striche. Siehst du schon den Vogel? Hab Geduld, gleich wirst du ihn erkennen. Diese Äste werden das Bild vervollständigen. Und hier sind seine niedlichen Füßchen. Und ein paar Blätter. Ich finde, sie machen das Bild friedlicher. Erkennst du jetzt den Vogel? Ich bin ziemlich kreativ, stimmt's? Okay, du willst es wirklich sehen. Gar nicht mal so schlecht, oder? Wow! Schätze, beide sind ziemlich gut geworden. Lass uns den Lehrer fragen. Echt jetzt? Ich hoffe, der ist okay. Der ist nur eingeschlafen. Hey! Oh! Ihr seid schon fertig, was? Oh, gut gemacht. Und jetzt geht mir noch 5 Minuten. Alles klar. Ich brauche etwas, das für Aufsehen sorgt. Und ich weiß, was es werden soll. Komplementäre Farbtöne sind der Renner. Aber da fehlt noch etwas. Aber was? Ach, der Ball ist so winzig. Wow, das Ding ist der absolute Wahnsinn. Mama! Oh, jetzt nicht. Okay. Aber da ist noch Farbe übrig. Damit kann ich spielen. Vielen Dank. Ach, ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, ich versuche ein... Hey, wo ist meine Farbpalette hin? David, hast du sie? Entschuldigung. Schau, ich habe das gemacht. Ich nenne es Wasserpfütze. Aha. Oh, ich weiß. Du willst mit dem Gesicht malen? Versuch's mal, David. Wow, und los. Lustig, oder? Das kannst du laut sagen. Ja? Was, wenn ich meinen Finger nehme? Da kommt er. Ha! Leute, die blauen Punkte kommen.
Und jetzt meine Lieblingsfarbe. Wuhu! Fertig. Mama, schau mal. Ja, das sieht doch toll aus. Aber versuchen wir noch einen Trick. Auch Symmetrie kann schön sein. Und um das zu beweisen, erstellst du selbst eine. Das ist ein schöner Schmetterling. Mit dieser Linie wird er zum Leben erweckt. Zusammen mit den Umrissen der Flügel. Und noch die andere Seite. Fertig! Bewundere diese reine Schönheit. Und das ist erst der Anfang, mein Junge. So zuckrig. Das inspiriert meine Kunst total. Was ist denn hier los? Oh, du kennst die Regeln, junge Dame. Keine Süßigkeiten. Wer braucht schon so viel Zucker? Oh, was stimmt mit dem nicht? Kannst du das erklären? Cool, nicht wahr? Ich habe ihn selbst gemalt. Klingt interessant. Was wird hier heute unterrichtet? Was um alles in der Welt? Mhm. Oh, die Rektorin! Keine Süßigkeiten erlaubt. Und nun zu deiner Bestrafung. Nein, warten Sie! Wow! Wo sind wir hier? Jetzt, wo ich eure Aufmerksamkeit habe, es ist Zeit, dass ihr eure Utensilien nutzt. Oh, das ist ein Vogelruf. Und eure erste Kunst-Challenge. Hm, mal nachdenken. Oh, dieser Schal. Das sollte nicht zu schwer sein. Was? Ist das, was ich denke, dass es ist? Raus hier, du blöder Vogel. Das verleiht mir wenigstens einen kleinen Vorsprung. Ich habe genau das Richtige, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Uah, wie ist das denn da reingekommen? Egal. Wie ich schon sagte. Huh? Ist das eine Art übler Scherz? Okay, endlich. Meine Sachen. Na toll. Noch ein langweiliges Buch. Nicht hilfreich. Eine Taucherbrille? Das hilft mir echt nicht weiter. Was sollen all diese Formeln? Kein Plan, was das alles bedeutet. Hm, aber wenn ich drüber nachdenke, Zahlen können mir helfen. Sobald ich den Körper gemalt habe, kann ich hier ein paar magische Zahlen verwenden. Und am Kopf auch. Sieht langsam aus wie ein Vogel, oder? Warte nur, bis die Farben ins Spiel kommen. Alles klar, mein kleiner Piepmatz. Ich verpasse dir ein paar schöne Federn. Mit allen Farben des Regenbogens. Fertig! Was denken Sie? Sehen Sie die Zahlen darin? Wunderschön! Und was ist mit dir? Mir hat das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weiter bin ich nicht gekommen. Oh, du gewinnst diese Runde, Annie. Oh, yay! Für mich? Danke! Unter diesen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. War ja klar. Oh, die nächste Challenge wartet auf euch. Ich habe schon viele Äpfel gesehen. Ich weiß genau, wo ich anfangen muss. Am wichtigsten ist ein perfekter Kreis. Aber wo soll nun der Stamm hin? Der Kreis nimmt schon die ganze Seite ein. Ugh. Nochmal von Anfang. Hm, ich könnte eine kleine Inspiration gebrauchen. Moment, ich sehe den perfekten Apfel. Mhm. Sie scheint abgelenkt zu sein. Ich leg los. Mission Apfel Impossible kann beginnen. Ich bin bewaffnet und bereit. Ein sauberer, sorgfältiger Schnitt ist alles, was es braucht. Hä? Was macht Annie da? Hör sofort auf, setz dich hin. Sorry. Oh Mann, ich war so nah dran. Schätze, ich zeichne einfach, was ich kenne. Wie ist das englische Wort? Apple? So einfach. P-P-L-E. Moment mal. Wenn ich das Wort durch 5 teile, oder besser gesagt durch einen Apfel, dann komme ich dem Ergebnis immer näher. Okay, ich male die 5 etwas größer. Wer hätte gedacht, dass nur eine Zahl einen halben Apfel ausmachen kann? Man würde echt nicht meinen, dass es mal eine Zahl war. Besonders, wenn man alles ausmalt.
Mit der richtigen Mischung bekommt man einen 3D-Effekt. Den Stamm nicht vergessen. Etwas schattieren und ein paar zusätzliche Details. Und das Teil sieht so gut aus, dass man es essen könnte. Findet ihr nicht auch? Tada! Fertig! Ich auch! So realistisch und so, einfach. Da muss ich nicht lange nachdenken. Bravo, Annie! Gewonnen! Ja! Ich wünschte, ich hätte einen echten Apfel. Ich auch! Oh, da hat schon jemand dran geknabbert. Oh. Ha! Meiner ist frisch! Oh, mein braver, braver Junge. So hübsch. Nun, warum malt ihr nicht ihn? Sofort. Oh, es geht los. Und ich bin ein Hundeprofi. Ist doch nur ein Kopf, Körper und vier Beine. Sieht etwas simpel aus, oder? Ach, ich versuche es nochmal. Ich denke, größer ist besser. Ach, immer noch schlecht. Nein. Geht gar nicht. Oh. Hey. Was? Beruhige dich. Hey, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich kann meine Hand als Richtlinie verwenden. Wenn ich einmal die Umrisse habe, kann ich mich um die Details kümmern. Glaubt mir, das wird fantastisch. Seht ihr? Fehlt nur noch etwas Farbe. Und dieser brave Junge hat schokoladenbraune Vibes. Die rosa Zunge darf nicht vergessen werden. Das Markenzeichen aller Hunde. Tada! Gefällt es dir? Die Ähnlichkeit ist erschreckend. Und deines? Annie? Was? Oh, keine Zeichnung. Das heißt, du hast gewonnen, Emma. Die sehen ja lecker aus. Danke. Schokohunde. Ich beginne mit diesem hier. Sieht lecker aus. So cremig. Unfair. Oh, beruhig dich, Kleines. Nimm einen. Oh, wirklich? Danke. Natürlich. Etwas Realismus ist angesagt. Ladies, Hey. Oh, tut uns leid. Wir malen eine Hand? Okay, gut. Ich habe einen Plan. Mal sehen. Diese Hand könnte funktionieren. Aber die hier ist viel besser. Ja. Ich beuge mir die mal. Ich muss sie nur umranden. Diese Runde gehört definitiv mir. Hey, schauen Sie. Ein Moment. Ernsthaft? Okay. Das Teil ist irgendwie lustig. Nun, ich habe eine Idee. Braves Mädchen. Huh, Annie? Huh? Das war seltsam. Haben Sie Wachs in den Haaren? Huh? Hör auf damit. Ich versuche zu arbeiten. Oh. Warte, weißt du was? Das ist echt praktisch. Bei der Kunst dreht sich alles um Inspiration. Und diese verdrehten Finger haben mein Gehirn in Schwung gebracht. Rote Nägel passen einfach immer, nicht wahr? Das sieht schon echt gut aus. Fertig. Wo ist sie hin? Oh, egal. Hey, Hände hoch. Okay. Wow, wie hat sie das denn geschafft? Meine sieht im Vergleich total langweilig aus. Oh, wow, wunderschön. Wen winkt sie herein? Mein Preis natürlich. Und wow, was für ein spektakulärer Preis das ist. Ich bin die Kunstkönigin. Neidisch? Gute Arbeit. Denkt nicht mal dran. Hallo zusammen. Denkt ihr, ihr könnt das zeichnen? Fangt an. Das wird ein Kinderspiel. Rosa ist perfekt für diese Runde. Oh yeah. Zuerst kommt der Papierbecher. Kaugummi-Pink ist meine Lieblingsfarbe. Oh, sie hat gar nicht an das Größenverhältnis gedacht. Vielleicht 10 cm. Und jetzt kommt der leckerste Teil.
so gut. Aber vielleicht war grün die falsche Wahl. Oh. Ja. Soll das Eiscreme sein? Wow. Das wollte ich nicht zeichnen. Du wolltest doch grün, oder? Anfängerfehler. Nun, je realistischer, desto besser. Ich beginne mit großen, cremigen Eiskugeln. Die Farbe kommt erst danach dran. Auf diese Weise schaffst du eine bessere Grundlage. Seht ihr, wovon ich spreche? Mit all den kleinen Details kann man nichts falsch machen. Seht ihr? Eiscreme. Es steht auf dem Becher. Und jetzt ist es endlich Zeit für etwas Farbe. Das ganze Eis macht mich echt hungrig. Das passiert, wenn das Gemalte so realistisch aussieht. Fast fertig. Nur noch ein paar wenige Details. So, fertig. Ein Augenschmaus. Huh? Oh, lasst mich mal sehen. Nun, das ist ein echtes Meisterwerk. Hier. Ja. Wow. Es hat sich in ein echtes Eis verwandelt. Das ist wahrscheinlich der bisher beste Preis. Oh, oh, das ist reine Folter. Ich mag meinen Brokkoli. Schmeckt wie ein Baum. Ich bin nicht fertig mit der Hausaufgabe. Das Bild wird fantastisch. Wirklich? Zeigst du es mir? Nein, es ist noch nicht fertig. Warte. Und fertig. Es ist wunderschön. Wie findest du es? Oh, das ist, was ist das? Ist das eine Kartoffel? Warte, vielleicht, wenn ich schiele. Oh, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich's. Das ist eine Ente. Was? Was? Nein! Das wusste ich. Ich schaue es mir noch genauer an. So richtig genau. Ah, es ist so offensichtlich. Das ist eine Zitrone, stimmt's? Nein, keine Zitrone. Gut, ich habe befürchtet, dass du das sagst. Hm, knifflig. Was übersehe ich? Machst du Spaß mit mir? Natürlich ist das eine Banane. Ach, vergiss es. Tut mir leid, Süße. Was ist es? Das ist Pikachu. Wirklich? Ist aber nicht gut. Oh, was habe ich für eine Note? Eine 6? Oh, das ist schlecht. Sie wäre am Boden zerstört. Aber ich kann ihr helfen. Ich lege Pikachu hier hin. Oh, ich muss den Bleistift anspitzen. Jetzt weiß ich wieder, dass ich einen Anspitzer kaufen wollte. Ah, schon besser. Ich brauche noch einen Bleistift. Mit einem Gummi verbinde ich sie. Das gleiche mache ich am anderen Ende. Und jetzt zeichne ich das Bild nach. Ich muss nur den Linien folgen. Und der zweite Bleistift kopiert sie aufs leere Blatt. Das ist viel einfacher, als freihändig zu zeichnen. So, sieht ziemlich gut aus. Das brauche ich nicht mehr. Aber es fehlt noch Farbe. Was sagst du dazu, Elva? Wow, das ist perfekt. Danke, Mama. Jetzt gehe ich zur Schule. Ich will ja nicht zu spät kommen. Hab einen schönen Tag, Schatz. Hol dir eine 1. Oh nein, Elva, warte. Ich habe voll Hunger. Ich brauche einen Snack. Hm, die Lehrerin ist beschäftigt. Die Gelegenheit. Hier drunter habe ich immer einen Snack für Notfälle. Ah, da ist er. Muss mich beeilen. Sie wird sauer, wenn sie das sieht. Sind das Süßigkeiten? Hey! Einfach ignorieren. Sie haben nichts gesehen. Was? Wage es nicht. Sie können mich nicht aufhalten. Das ist ekelhaft, Ava. Ich schäme mich gerade selbst ein bisschen. Aber ich bereue nicht. Ich werde so tun, als wäre das nicht passiert. Mein Snackhunger ist leider nicht gestillt. Zum Glück habe ich noch Chips versteckt. Hm, die werden reichen. Aber ich muss die verstecken. Ah, der Stifthalter wird's tun. Einfach cool bleiben. Es ist ein ganz normaler Tag. Hm, die schmecken echt gut. Die habe ich gebraucht. Mund auf. Oh, das ist nett. Moment mal. Seltsam. Ich habe keine dritte Hand. Puh. Hallo, Ava. Chips sind nicht erlaubt. Hast du gehört? Oh, ich hab's gehört. Aber sie hat nichts von Donuts gesagt. Oh, Rückzieher. Ich behalte dich im Auge. Mir doch egal. Ich bin zu schlau für sie. Aha, erwischt. Was? Da juckt's ganz schön. Hm, irgendwas stimmt da nicht. Sie ist gerissen. Ich brauche drastischere Maßnahmen. Ich wusste, dass diese Schaufensterpuppe mal nützlich wird. Muss sie nur noch verkleiden. So ist's gut. Guck einfach weg. Ah, da habe ich, was ich wollte. Hm,
Das habe ich mir verdient. Das ist der leckerste Donut aller Zeiten. Großer Zuckerguss und Streusel, ein Kunstwerk. Diesen Donut wirst du nicht essen. Ich habe dich gewarnt. Nein! Warte, sie haben eine Glatze. Gib den her. Oh, das ist ungerecht. Den essen sie aber nicht. Lass los, sofort, Ava. Wenn du dir mal im Unterricht so viel Mühe geben würdest. Nichts mehr. Verstanden? Jetzt muss ich Noten verteilen. Na gut. Warte mal, ich habe eine geniale Idee. Zuerst zeichne ich zwei kleine Kreise, dann verbinde ich sie. Ich mache auch oben so eine Kurve. Dann zeichne ich eine Wellenlinie ein, einmal komplett durch. Und oben kommt auch eine hin. Wenn ich mit der Skizze fertig bin, male ich es mit dem Feinliner nach. So wird's auffälliger. Ich muss nur den Bleistiftlinien folgen. So mache ich keinen Fehler. Wäre schade, wenn ich den Donut jetzt ruiniere. Dann radiere ich die Vorzeichnung weg. Jetzt kann ich ihn ausmalen. Aber erstmal nur den Abschnitt innerhalb der Wellenlinien. Das ist der Zuckerguss. Hm, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Jetzt male ich den Donut aus. Ich nehme dunkles Orange. Und mit dem Korrekturstift mache ich Streusel drauf. Ich tupfe sie auf den Zuckerguss. Dann kommt noch Schatten dazu. Ich gehe einfach um die Ränder rum. Das mache ich auch bei den Streuseln. So sieht er realistischer aus. Ich denke, das war's. Jetzt zu Schritt 2. Es wird ausgetauscht. Du gehörst mir, Donut. Und das Bild kommt in die Box. Hä? Wer ist da? Ich hab doch was gehört. Hm. Was? Stimmt was nicht? Ich lese mein Buch. Okay, aber ich behalte dich im Auge. Wer hätte gedacht, dass Bücher so nützlich sind? Perfekt fürs heimliche Essen. Raus mit euch. Ab zur nächsten Stunde. Endlich, alle sind weg. Auf den freue ich mich schon. Hey, was ist hier los? Das ist kein Donut. Ich wurde ausgetrickst. Ava! Selfie! Das sieht total süß aus. Hoffe, ich bin nicht zu spät zum Unterricht. Apropos süß. Guck mal, da ist Kevin. Oh Mann, wie sehe ich aus? Hey Kevin, hier drüben. Da bist du ja. Schön, dich zu sehen. Wow, er ist so niedlich. Wir wären ein schönes Paar. Wie würden wohl unsere Kinder heißen? Wen kümmert's? Sie wären bezaubernd. Hey, was ist hier los? Nein, so ist das nicht. Klar, dass du das sagst. Ich muss weg. Also Schätze, ich bin wieder solo. Hey Ava, guck dir das mal an. Ist total lustig. Das glaube ich nicht. Das war nicht nett. Ava, da bist du ja. Ich habe ein Eis für dich. Nein, will ich nicht. Das ist Schokoeis, deine Lieblingssorte. Nein, hau ab. Es wird schmelzen. Okay, versuchen wir es nochmal. Wegen Kevin? Oh, sie ist weg. Warte. Hm, vielleicht kann ich was damit anfangen. Zuerst habe ich einen Kreis ausgeschnitten. Darauf zeichne ich ein Gesicht. Ich nehme das vor Freude weinende Emoji. Ist ein Klassiker. Hier habe ich einen gelben und pinken Kreis. Die kommen oben aufs Emoji. Den oberen mache ich zum Liebes-Emoji. Sieht niedlich aus. Dann kommen noch zwei Kreise und noch ein Emoji. Das bekommt aber ein trauriges Gesicht. Kopf hoch, Kleiner. Obendrauf kommt ein pinker Kreis. Ich drehe das um und klebe hinten das Eisstäbchen drauf. Ich will doch nur glücklich sein. Ava, das musst du dir angucken. Was denn noch? So siehst du gerade aus. Wir müssen den Schmollmund umdrehen. Sehr lustig. So fühle ich mich. Ich hab dich lieb. Du bist meine beste Freundin. Du bist voll peinlich. Ja, ich weiß. Aber auch lustig, oder? Finde ich auch. Tut mir leid, Ava. Ich wollte nicht, dass das passiert. Hey, guck mal. Nein, du bist so witzig, Kevin. Na, der ist gar nicht mein Typ. Hast du das selbst gemacht? Will jemand am Wettbewerb teilnehmen? Jeder ist willkommen. Außer dir. Verschwinde hier. Ekelhaft. Wow, jetzt geht's los. Wessen Auto ist das? Einen Moment, Madame. Ich komme zu Ihnen. Bitte sehr, passen Sie auf, wohin Sie treten. Oh, die Fahrt hat ja ewig gedauert. Es wäre mir eine Ehre, wenn du einen Flyer nimmst. Verschwinde. Was ist das? Eine Einladung zu einem Malwettbewerb? Nein. Warum muss es Wind geben? Hier ist ja gar nichts drin.
Oh, was ist das? Ein Malwettbewerb? Oh, danke. Gib den her. Schau, was du gemacht hast. Sieht so aus, als nehmen beide teil. Okay. Sind wir bereit fürs Malen? Wärmen wir uns mit einem Regenbogen auf. Ein Regenbogen, hä? Das ist ja eine tolle Aufwärmrunde. Hm, ich weiß. In meiner Kramtüte habe ich bestimmt was drin. Mal sehen. Oh. Hm. Oh, hey, kleiner Kumpel. Oh, nein. Oh, braver Junge. Danach habe ich gesucht. Bereit für etwas Magie? Schau zu, wie sich die Farben in einen Regenbogen verwandeln. Ich muss nur ein paar Kleckse machen. So, fertig. Also, fast. Schön. Nice. Dann bringe ich es mal zu Ende. Das ist doch irgendwie entspannend, oder? Man muss das nehmen, was man hat, Leute. So. Der ist ganz schön schmutzig geworden. Jetzt noch das Klebeband abziehen. Nichts ist schöner als eine saubere, glatte Kante. Ja, mach drei glatte Kanten daraus. Ah, fertig. Danke für die Hilfe. Ziemlich beeindruckend, oder? Schätze, das ist okay. Ich weiß, was zu tun ist. Hallo, soll ich das alleine machen? So hübsch. Verschwinde. Ich brauche Platz, um kreativ zu werden. Interessant. Haha. Offensichtlich. Schau zu und lerne. Hübsch mit all den Farben, nicht wahr? Warte darauf, was als nächstes kommt. Siehst du, ich arbeite auch manchmal. Und wenn das erledigt ist, habe ich wunderschönen Regenbogensand. Schau dir diese leuchtenden Farben an. Tada! Das war ziemlich genial. Oh, ich bin aber noch nicht fertig. Es wird ein kleiner tanzender Regenbogen. Das gibt ihm Persönlichkeit, findest du nicht auch? Und? Sie sind beide interessant. Weshalb ihr beide gewonnen habt. Ist okay. Wird das noch was mit unserer Challenge oder was? Aha. Oh. Gadget. Verstanden? Ein Gadget? Hä? Oh, sag nichts mehr. Ich kenne da einen Typen. Oh, da ist er ja schon. Der ist so süß, stimmt's? Aber ich muss noch Anpassungen vornehmen. So geht's. Dann lass uns mal an die Arbeit gehen. Und start. Ja, ich mach das. Sehe ich da gerade richtig? Ja, er ist ziemlich toll. Ich weiß. Und jetzt zeichne, kleiner Kerl. Aber weil jeder Künstler Inspiration braucht, kommt hier deine. Denkst du, du kriegst ein kleines Kätzchen hin? Kein Problem. Du kannst dich darauf verlassen, dass er immer den perfekten Kreis macht. Erkennst du es schon? Gib ihm eine Minute, er macht das schon. Schau dir die perfekten Linien an. Was um alles in der Welt? Das finde ich nicht gut. Können Roboter wahre Kunst schaffen? Scheint so. Ah, schön. Sieht fertig aus. Und alles perfekt, siehst du? Also, bei diesem Spiel kann ich mitmachen. Ich brauche nur die richtigen Teile. Mal sehen. Ein bisschen zusammenbauen. Und fertig. Und jetzt ein Stück Plastik und ein Bild auf mein Handy. Und schwupps, schon kann ich es abmalen. Ziemlich einfallsreich, stimmt's? Einfallsreichtum kommt immer weiter. Fast fertig. Er sieht ziemlich süß aus. Finde ich. Lame. Also, wer gewinnt? Also aus naheliegenden Gründen, Naomi. Wirklich?
Kreativität gewinnt immer. Ha, blöder Roboter, du gehörst in den Müll. Hast du das gehört? Nein, du bist der Müll. Ha. Was? Du hast das für mich gemalt? Soll das etwa lustig sein? Die Technik hat mich heute im Stich gelassen. Okay, und was jetzt? Hallo da vorne. Oh, natürlich. Die nächste Runde ist Origami. Piu. Origami? Okay. Gut, dass ich immer Papier dabei habe. Das war ein Scherz. Mein Butler hat es mir gegeben. Ich bevorzuge Papier, das Wert hat. Gold ist sogar noch besser. Bitte sehr. Wow. Ist das echt? Ich mache mich lieber an die Arbeit. Also gut, fangen wir an. Es geht heiß her. Wow. Der wurde zu Gold. Aber warum nur der? Rein damit. Oh je. Ja, das läuft wie am Schnürchen. Fantastisch. Mwah. Fräulein Betty. Danke, Chef. Das ist doch unfair. Habe ich nicht auch noch ein Blatt einstecken? Es ist kein Gold, aber es reicht. Bereit für ein bisschen Magie, Kumpels? Yikes. Das Blatt ist so zerknittert. Witzig, ich weiß. Aber ich kann das ändern. Ich darf es nur nicht zu lange drauf lassen. So gut wie neu. Ist mir doch egal. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Nur ein paar gezielte Faltungen und schon ist das kein Blatt Papier mehr. Es muss dann auch noch gemalt werden. Das sieht jetzt komisch aus, aber am Ende erklärt sich alles. Erkennst du es schon? Es ist das hübscheste Mädchen auf der ganzen Welt. Hä? Warte es einfach ab, okay? Ich muss nur noch ein paar Striche ziehen. Jetzt das Gleiche auf dieser Seite. Ich klappe die Lasche um und zeichne in der Lücke weiter. So, fertig. Wenn du das sagst. Farben bitte. Und jetzt kann sie tanzen, siehst du? Ich kann all ihre Glieder bewegen. Ha, da kann ich nicht mithalten. Oder vielleicht doch? Ich falte den oberen Rand nach vorne und dann nach hinten. Und mach das bis nach unten. Dann ziehe ich hier eine gerade Linie rein. Dann geht es so weiter. Und am Ende schließe ich das Quadrat. Erkennst du schon, was es wird? Und hier zeichne ich ein Häschen rein. Das ist total süß, stimmt's? Und es braucht auch seinen kleinen Bärenfreund. Bezaubernd, oder? Das Ausmalen nicht vergessen. Orange und Blau passen immer gut. Jetzt zu unseren tierischen Freunden. Die Farben erwecken sie zum Leben. Noch eine Sache. Und dann das Blatt zusammenfalten. Tada! Schon fertig. Oh, das wird schwierig. Aber es ist die Ballerina. Du hast gewonnen. Aber was ist mit meiner süßen Schöpfung? Dieser Film ist furchtbar. Schalte um, mach schon. Hast du das Ding hier reingesteckt? Ich habe das noch nie gesehen. Was glaubst du, was das ist? Eine echte Perle. So glänzend. Madison? Was ist hier los? Wow! Wo kommt dieses Outfit her? Hey, ich glaube, ich habe was gefangen. Ich bin's, Brian. Zumindest glaube ich, dass ich es bin. Schau dir diese Haare an. Wow,
Habt ihr schon Spaß, Leute? Also, dieser Tag hat wirklich eine Wendung genommen. So, wollen wir es drehen? Jetzt kommt eine neue Mal-Challenge. Eins, zwei, drei. Und? Wir haben die blaue Muschel. Oh, Kätzchen sind mir die liebsten. Simsalabim. Oh, na los. Da. Wie hat sie das gemacht? Was da wohl drin ist? Eine Goldmünze? Versuch du es. Du musst mich nicht zweimal bitten. Ich glaube, ich fühle da was. Das ist eine echte Katze. Oh, sie ist wirklich süß. Was glaubst du, wie sie heißt? Ich denke, wir nennen sie Marshmallow. Ja, okay. Aber wieso habe ich die bekommen? Ja, ich benutze sie, um mir eine Katze zu zeichnen. Alles, was ich brauche, ist ein perfekter Halbkreis. Dann fügt sich alles andere zusammen. Das passt wirklich alles, siehst du? Es ist schon erstaunlich, was ein paar verschiedene Formen bewirken können. Und natürlich auch Farbe. Dann noch ein paar Akzente. Und fertig. So süß. Vielen Dank dafür. Wow. Wer ist mein Baby? Marshmallow? Du hast nichts gemalt. Ich war abgelenkt. Zeigt mir eure Katzenkreationen. Das ist jetzt peinlich. Das ist meine beste Arbeit bisher. Jau. Das ist katastisch. Vielen Dank. Hattest du keine Inspiration, Brian? Simsalabim. Oh, Marshmallow. Zeit für einen weiteren Dreh. Schaut es euch an. Orange. Das ist eine Überraschungsrunde. Ich kapiere es nicht. Nimm mich. Ich weiß. Eine Angelrute. Nee. Warte, ich hab's. Ja, Brian? Ein Auto, stimmt's? Nein, kein Auto. Es ist ein Einhorn. Oh. Aha, ich kann eins zeichnen. Ich habe eine Million davon. Das sind meine Favoriten, siehst du? Dieses Mädchen hat offiziell den Verstand verloren. Cool, oder? Okay, die Zeit läuft. Einhörner können ja nicht so schwer sein. Das Wichtigste dabei sind viele bunte Farben. Und Marker auf Plastik trocknen nicht wirklich. Wenn du sie dann noch dicht nebeneinander legst und ein bisschen Wasser drauf sprühst, verschmelzen sie ineinander. Leg dann ein Blatt Papier oben drauf. Und du bekommst einen coolen Batik-Effekt. Was auch immer du dann da drauf malst, wird super magisch aussehen. Du kannst es auch einfach in Schwarz zeichnen. Siehst du, wie es sich von den verschiedenen Farben abhebt? Toll, was? Ist die Zeit schon um? Meins ist fertig und perfekt. Das kannst du laut sagen. Ich liebe es. Was ist mit deinem Bild? Du hast nichts, Madison? Vielleicht nimmst du eins von denen hier. Nein, ich brauche keins. Okay, wie du willst. Ach, ich hasse es, sie traurig zu sehen. Hier, willst du mein Bild? Man kann nie genug Einhörner haben. Oh, wie süß. Seid ihr bereit für die nächste Runde? Pink bedeutet ein Adler. Das ist noch nicht alles. Was? Hat es etwas zu bedeuten? Ist es ein Geheimcode? Lass mich mal was testen. Das ist was zum Nachdenken. Ich frage mich, was ich zu Mittag esse.
Oh, sie weiß genau, was sie tut. Meine Hand tut weh. Das ist es. Die Kreuze verankern den Adler einfach. Jetzt muss ich ihn nur noch ausmalen. Ich sollte mich ein bisschen beeilen. Sieht gut aus. Und das war's, Leute. Fertig? Oh, gerade noch rechtzeitig. Schau dir das an. Oh, ich bin beeindruckt. Ach was. Meinen habe ich Freestyle gemalt. Außerdem glitzert er. Gefällt er dir? Er ist wie ein Meerjungfrauenvogel. Okay. Halte die Stifte bereit. Schauen wir mal. Wir haben hellblau. Was bedeutet Affe? Wow, seid ihr bereit? Hey, möchte sie einen Affen? Das ist ziemlich gut. Sei kein Affe, male einen. Hm, was macht sie da? Hey, willst du einem Freund helfen? Ich denke, lass mich das machen. Einen Affen zu zeichnen muss nicht kompliziert sein. Ist dieser kleine Kerl nicht hinreißend? Ich kann ihn fast schon hören. Wow, du bist die Beste. Nun zu meinem. Nur noch eine Minute. Zeit ist Geld, Madison. Ich habe das ganz alleine geschafft. Beeindruckend, ha? Huh? Und hier ist meiner. Die sehen sich wirklich ähnlich. Fast als ob sie vom selben Künstler wären. Sehr merkwürdig. Das ist meiner. Oh, wirklich? Okay. Du kannst den haben. Es ist von mir, siehst du? Ich bin so stolz. Ein weiteres Bild kommt für euch. Seid ihr bereit? Gelb bedeutet Quadrat. Viel Erfolg. Ich denke, ich kann da was machen. Ich habe das im Kindergarten gemacht. Wow, jemand hat in Geometrie aufgepasst. Damit kann ich nichts anfangen. Das ist schon besser. Haha, das wird gut. Zeigt sie uns. Ein Quadrat. Ist das überhaupt eine richtige Form? Das ist etwas. Quadrat. Danke, Kapitän, offensichtlich. Siehst du es jetzt? Wow, hast du diese Zauberei gesehen? Das ist genial. Meins ist nur noch nicht gefaltet. So, siehst du es jetzt besser? Eine Eins für den Versuch, Brian. Ah, dummes Quadrat. Zeigst du es mir? Es ist ganz einfach. Mach einfach das. Verbinde jetzt die Linien, die du gezogen hast. Sieht schon langsam wie eine Form aus. Wow! Ihr Künstler habt viel Potenzial. Danke fürs Mitmachen. Wow, kannst du das glauben? Das müssen wir allen erzählen. Oh, gehört das Brian? Oh, ich kann nicht aufhören, es anzuschauen. Was sagst du, wessen Kunstwerke waren schicker, Annies oder Lunas? Vote unten in den Kommentaren, teile das Video auch mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.